Höhepunkt bei Euro 20 Plus ist auch in diesem Jahr das virtuelle Town Hall mit Jens Weidmann. Du kannst 90 Minuten lang dem Bundesbankpräsidenten deine Ideen aus dem Workshop präsentieren und anschließend auch Fragen stellen. Jens Weidmann möchte von dir wissen, was du über die geldpolitische Strategie der EZB denkst. Nutze deine Chance, den geldpolitischen Kurs in Europa mitzugestalten. Moderatorin Esra Karakaya führt euch durch das Programm. Trau dich und diskutiere mit auf euro20plus.de. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmenden, zum diesjährigen Town Hall des Euro 20 Plus Events mit dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Dr. Jens Weidmann. Alle stehen schon bereit. Wir sind alle sehr aufgeregt und freuen uns auf euch. Bevor wir aber einsteigen, ein paar Rahmeninfos. Heute geht es um euch. Ihr seid wichtig. Haut raus, eure Fragen stellt sie. Seid gerne skeptisch und im besten Fall haben wir heute einen Raum, wo wir uns sicher fühlen, wirklich diese skeptischen, kritischen Fragen zu stellen und wo es nicht wirklich darum geht, um Uneinigkeiten auszubügeln, sondern vielmehr, wo wir einen Raum haben, wo unterschiedliche und auch gegenüberstehende Ansichten und Meinungen nebeneinander gleichzeitig dastehen dürfen. Ihr habt ja in 6 unterschiedlichen Workshops unterschiedliche Themen bearbeitet. Das heißt aber nicht, dass ihr nur zu euren eigenen Themen Fragen stellen dürft, sondern haut da alles raus, auch zu den anderen Themenbereichen und an der Stelle auch aus Erfahrung kommen immer ganz viele Fragen am Ende rein. Haut ihr wirklich am Anfang raus, keine Scheu. Es gibt ja auch nochmal ein Mentimeter. Und das ist nämlich ein Weg, wie ihr eure Fragen stellen könnt. Und zwar habt ihr ja bestimmt schon ein Briefing bekommen, einen Link zu Mentimeter, wo ihr dann auch mit voten könnt, welche Fragen ihr interessant findet, wenn ihr zum Beispiel jetzt selber keine aktuelle, gescheite Frage habt. Oder ihr könnt es ganz klassisch machen im Chat, schreibt da eure Fragen rein. Ihr könnt dann natürlich auch einfach hinschreiben, pass the mic. Und das ist dann ein Signal für unsere Community-ManagerInnen, dass ihr direkt mit Jens quatschen möchtet, eine Frage stellen möchtet. Ich habe hier meine ganze Infrastruktur und werde euch dann reinholen. Weitere Orga-Infos, ihr habt schon gemerkt, wir werden heute duzen. Ihr duzt mich, wir duzen Jens, wir duzen uns alle gegenseitig. Und meine Rolle heute hier ist, auf die Zeit zu achten, wirklich zu gucken, dass alle gleichermaßen mitmischen können, gleichermaßen sprechen können. Und lasst mich euch gerne unterbrechen, falls es dazu kommt, dass die eine oder andere Person ein bisschen überziehen sollte. Außerdem werde ich so ein bisschen darauf achten, dass wir Rücksicht nehmen auf alle Teilnehmenden. Viele von euch sind WirtschaftswissenschaftlerInnen, einige sind nicht. Deswegen lasst uns da immer so ein bisschen auf die Basics runterkommen. Ich werde dann gegebenenfalls nochmal reingerätschen und sagen, ich habe es nicht verstanden, könnt ihr das bitte nochmal runterbrechen? Und zu guter Letzt, wir haben einen Hashtag Euro20plus, tweetet, macht Stories, postet Sachen. Wir sehen die natürlich auch im Hintergrund, auch die Community-ManagerInnen, damit auch andere Menschen, die vielleicht noch nichts von dieser Veranstaltung wissen, einfach mal ein bisschen auffallen und auch ein bisschen vielleicht ein Interesse entwickeln. Ich möchte direkt anfangen mit Astrid und Ute. Wie geht's euch? Seid ihr da? Schön, euch zu sehen. Man hört euch auch. Hallo, schon. Esra. Hallo, viele Grüße aus Frankfurt. Astrid, warum veranstaltet ihr eigentlich diese Euro 20 Plus Veranstaltung? Ich meine, doch muss ja eigentlich gar nicht sein. Wir sind Anfang 2019 im Januar, stand der 20. Geburtstag des Euro an. Und statt einer klassischen Jubiläumsveranstaltung haben wir gedacht, wir machen mal etwas anderes und wollten uns explizit auch an die jüngere Generation richten und haben dann ein 2-tägiges Festival konzipiert, um über die Zukunft Europas und des Euro zu diskutieren. Und das wurde so gut angenommen, dass wir das jetzt zu einer regelmäßigen Veranstaltungsreihe weiterentwickelt haben. Richtig nice. Und was macht so den Geist von Euro 20 Plus aus? Was macht das so besonders? Also sonst in der Notenbank sind wir ja doch meistens etwas traditioneller unterwegs, haben viele Konferenzen oder Vortragsveranstaltungen. Darauf verzichten wir bewusst auch bei Euro 20 Plus, weil wir gerne mit den Teilnehmern und unseren Gästen diskutieren möchten und gemeinsam neue Ideen entwickeln möchten. Und deshalb ist es ein besonders interaktives Format. Und es ist auch ein wenig mehr casual, sonst sieht man hier doch auf dem Flur noch sehr viele Krawatten. Diese findet man bei Euro 20 Plus bei dieser Veranstaltung eigentlich nicht. Richtig nice. Und dieses Jahr ist es ja auch nochmal anders als letztes Jahr und im Jahr davor. Was macht das nochmal so besonders? Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz zusammenfassen.
Dies Jahr ist für uns eine Premiere und auch ein Stück weit ein Experiment. Wir hatten sonst zweitägige Veranstaltungen hier in Frankfurt in einem Makerspace. Und dieses Jahr sind wir jetzt ins Virtuelle gewechselt. Und wir haben auch einen neuen Themenschwerpunkt, weil dieses Jahr die EZB und die nationalen Notenbanken des Eurosystems, also auch die Bundesbank, mit der Bevölkerung in Kontakt treten wollen, um über die Weiterentwicklung der geldpolitischen Strategie zu diskutieren. Und deshalb ist das auch dieses Jahr dieser Themenschwerpunkt dieser letzten Woche gewesen. Diese Strategy Review, darüber werde ich auch gleich mal mit Jens kurz sprechen. Aber kurz nochmal zu dir, Ute. Ute, du warst ja bei den ganzen Workshops dabei. 6 sind gelaufen. Wie waren so die Workshops? Es war super spannend, es war abwechslungsreich und ich muss ein großes Kompliment an alle aussprechen. Die Themen der Strategie-Review liegen nicht immer für alle gleich auf der Hand, aber es gab eine riesige Neugier und wir haben immer die 90 Minuten gerissen, die wir eigentlich vorgesehen hatten für unsere Workshops. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich selber konnte ja leider nicht mit dabei sein. Da war ich wirklich sehr, sehr traurig. Jetzt bin ich so ein bisschen neugierig. Wie war da so die Stimmung? Wurde da immer so richtig her diskutiert oder war das eher so ein gedecktes? Wir stellen jetzt ganz wichtige und ruhig die Fragen und jeder darf mal reden. Also wie war da so die Stimmung? Ja, es wurde teilweise recht heftig diskutiert. Es gab unterschiedliche Ansichten, aber ich meine, das macht Euro 20 Plus auch aus und so soll es sein. Unsere Referentinnen und Referenten haben auch gut moderiert und haben auch immer wieder dazu aufgefordert, sich zu äußern. Hat Spaß gemacht. Aber wir haben ja nicht nur über Geldpolitik gesprochen, wir haben uns auch persönlich kennengelernt. Wir hatten Networking-Runden, da ging es um den Lieblingsfußballverein, um Ohrwürmer, um Menschen, die wir gerne sein möchten. Es war ziemlich abwechslungsreich. Mein Highlight war das Pubquiz. Montagabend, da wurde richtig hart gekämpft. Was ist ein Pubquiz? Ein Pubquiz, also unser Community Manager Martin hat unzählige Fragen gestellt zu Europa, zum Eurosystem und den diversen Anleihenkaufprogrammen mit den Abkürzungen. Und ich war wirklich ziemlich überrascht, was die Teilnehmerinnen alles wussten. Also PSPP, PEP, HVPI, SSM, also da wurde alles abgefragt, was man sich im Notenbankenslang so vorstellen kann. Und genau bei solchen Wörtern komme ich nämlich ins Spiel, dann würde ich nämlich sagen, excuse me. Das geht mir mitunter auch so. Astrid und Ute, ihr werdet ja die ganze Zeit mit dabei sein. Ich gehe jetzt mal rüber zu Jens, er steht auch schon bereit. Schön, dass du da bist, wir haben auch gerade eben ein bisschen gequatscht. Schön, dich zu sehen. Geht's gut? Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich freue mich, dich zu sehen. Dito. Lieber Jens, Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat letzten Dezember angekündigt, eine sogenannte Strategy Review zu launchen. Zu Deutsch ist es eine strategische Überprüfung. Was hat es mit dieser Strategy Review auf sich und warum gibt es sie erst jetzt nach 16 Jahren? Naja, ganz einfach gesprochen geht es darum, dass sich die Welt um uns herum verändert und dass wir auf diese veränderten Rahmenbedingungen natürlich reagieren müssen, indem wir überprüfen, ob das, was wir tun, noch funktioniert, noch angemessen ist. Und gleichzeitig spielt bei der Geldpolitik eine besondere Rolle Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit. Die Bürger, die Unternehmen, diejenigen, die wirtschaftlich handeln, müssen verstehen, was wir machen und ihre Entscheidungen dann danach auch ausrichten können, ihre Erwartungen entsprechend bilden können. Und insofern macht man das natürlich nicht alle 2 Jahre, weil es auch eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Unruhe bringt, sondern idealerweise in regelmäßigen Abständen. Dass es jetzt bei der EZB so lange gedauert hat, liegt sicherlich auch daran, dass die Europäische Zentralbank ja noch eine sehr junge Institution ist. Und im Übrigen hatten wir ja dann auch die Finanzkrise und dann später auch die Staatsschuldenkrise, die unsere Aufmerksamkeit absorbiert hat. Und insofern findet das erst jetzt statt. Aber könnte ich jetzt nicht argumentieren und sagen, ja, vor allem in Krisenzeiten ist es super, super wichtig, in Austausch zu treten mit denjenigen, die es natürlich auch betrifft und halt solche Veranstaltungen dann regelmäßig umzusetzen? Den haben wir ja auch, den Austausch regelmäßig. Bei der Strategieüberprüfung geht es aber ja nicht um die geldpolitischen Entscheidungen einzeln, um die Reaktion auf die Krise und die richtige geldpolitische Antwort, sondern da geht es um sehr grundlegende Fragen.
Also Dinge, die man eben nicht ständig in Frage stellt und nicht ständig ändert, um eben diese Verlässlichkeit auch zu schaffen. Also was ist eigentlich das, was wir als Ziel haben? Wie sollten wir das messen? Mit welchen Instrumenten reagieren wir darauf? Das sind ja sehr, sehr wichtige, aber auch sehr fundamentale Fragen, die man sich nicht jeden Tag neu stellt, sondern die man auch mal festlegen muss für eine Weile und sich dann daran ausrichtet, um auch Orientierung geben zu können. Dem kann ich total gut folgen. Das sind grundlegende Fragen. Da muss man sich nicht jedes Jahr dran setzen. Das braucht so ein bisschen Zeit. Heißt es dann aber auch, dass mit so einem Austausch es eine Möglichkeit besteht, auch diese grundsätzlichen Prinzipien umzuwerfen und neu zu definieren? Ja, also absolut. Deswegen stehen wir hier auch im Dialog und genau diesen Zweck erfüllen auch oder sollen auch diese ECB Listens oder die Bundesbank hört zu Events erfüllen. Uns geht es darum, mit den Bürgern, mit den Unternehmen, mit den Interessenvertretern in Kontakt zu treten und beispielsweise darüber zu diskutieren, welche Preisentwicklungen für Sie eigentlich die relevantesten sind und an welchen Sie sich ausrichten. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch mir auch noch mal dieses ECB Listens Video auf YouTube angeguckt. Es war sehr, sehr interessant. Ich konnte bei vielen Sachen nicht folgen, weil das wirklich sehr fortgeschritten war. Es war wirklich viel Fachtermini. Aber es hat insgesamt erstmal, fand ich, dieses Feeling richtig schön zu wissen, okay, nein, die Bundesbanken oder die EZB nimmt sich Zeit, setzt sich hin und stellt sich quasi den Fragen der Öffentlichkeit. Die Sachen, die du heute hier hören wirst von den ganzen jungen Menschen, die partizipiert haben, wirst du es jetzt mitnehmen, das Feedback? Wenn du jetzt die Sachen nicht umsetzt, wird es dann aber Konsequenzen für euch geben? Naja, wir müssen natürlich am Ende des Tages entscheiden. Und du wirst auch nachher sehen, es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen. Und auch bei den ECB Listens Event oder auch bei unseren eigenen Veranstaltungen sehen wir natürlich, dass es aus gut verständlichen Gründen bei bestimmten Fragen auch diametral entgegengesetzte Vorstellungen geben kann. Und das hören wir uns an und am Ende müssen wir dann die Vor- und Nachteile abwägen und eine vernünftige, kluge Entscheidung treffen. Und da hilft es uns, dass wir das ganze Spektrum abgedeckt haben, dass wir die verschiedenen Argumente gehört haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass jeder Einzelne erwarten kann, dass seine Vorstellungen am Ende des Tages auch umgesetzt werden. Alleine schon deshalb, weil sie im Widerspruch stehen können zu vielen anderen legitimen Vorstellungen, die bei solchen Veranstaltungen geäußert werden. Voll schön. Ich glaube, auch hier an der Stelle ist auch mal, finde ich auch immer wichtig zu sagen, auch wenn es Gedanken gibt, Anmerkungen, Impulse, wo klar ist, okay, die Bundesbank wird das ohnehin nicht umsetzen können, es ist wirklich wichtig, diese Perspektive da einen Raum zu schaffen, das zu sagen, dass wirklich andere Menschen das auch mitnehmen können. Und manchmal braucht es ja auch eine viel längere Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Impulsen, damit es auch noch mal ein bisschen greift. Ich danke dir, Jens. Der Dialog ist ja auch hier nicht zu Ende. Also ihr könnt auch auf unserer Webseite eure Anmerkungen hinterlassen. Und im Übrigen ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn wir mal erklären, was eigentlich unsere Aufgaben sind und wo auch die Grenzen unseres Mandats liegen, was wir eben nicht darstellen können, was wir nicht machen können, wofür wir nicht zuständig sind. Ja, richtig nice. Ich danke dir, Jens. Du bist die ganze Zeit mit dabei. Wir fangen direkt an mit dem ersten Workshop, die präsentieren werden. Im ersten Workshop ging es um das Thema der Preisstabilität als Ziel der Geldpolitik und unter anderem darum, warum und wie es zu messen ist. Ich darf die SpeakerInnen einladen. Unmutet euch. Der Speaker, hi. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und dann starte direkt mit deiner Präsi. Ja, hallo, mein Name ist Julius und ich studiere im Master Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und interessiere mich für Ökonometrie und Geldpolitik. Und ich freue mich sehr, dass ich heute aus dem Workshop zur Preisstabilität berichten darf. Denn seit 2003 definiert das Eurosystem Preisstabilität als eine Inflationsrate, die mittelfristig unter, aber nahe 2% liegt. Seit 2003 hat, wie das Jens gerade schon angesprochen hat, sich einiges getan. Die FED hat zum Beispiel Inflationsziel geändert. Wir haben negative Zinsen. Daher stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit die EZB dieses Inflationsziel eventuell im Rahmen ihres Strategy Reviews anpassen könnte. Aber warum haben wir überhaupt eine niedrige positive Inflationsrate? Dafür gibt es viele Gründe. Ein sehr wichtiges Argument für niedrige Inflationsraten ist das Argument der erhöhten Transparenz bei relativen Preisen, was zu einer effizienten Ressourcenallokation auf Märkten führt. Durch eine niedrige Inflation reduzieren sich Unterschiede in den relativen Preisen der Ökonomie, da nicht nur Mengen, sondern auch Preise von den Firmen angepasst werden und somit Produktionsineffizienzen sinken.
Ein Argument für eine positive Inflation ist zum Beispiel der verbundene Sicherheitsabstand zur Deflation oder zur Zinsuntergrenze. Wenn wir eine effektive Zinsuntergrenze leicht unter Null annehmen, sinkt natürlich der verbleibende geldpolitische Handlungsspielraum mit fallenden Zinsen, weshalb dieser Sicherheitsabstand unglaublich wichtig ist. Aber wie messen wir Preisstabilität eigentlich bisher? Wir haben hier die geldpolitische Zielgröße des harmonisierten Verbraucherpreisindex, der HVPI, im Workshop besprochen und haben uns überlegt, wie der oder was auch der HVPI tun könnte, um die tatsächlichen Lebenshaltungskosten wiederzuspiegeln. Der HVPI ist ein vorübergehend konstanter Warenkorb. Dabei kann es natürlich zu Messfehlern kommen. Jedes Jahr ändert sich die Qualität unserer Computer. Es gibt neue Produkte wie Smartwatches. Es gibt kürzere Produktzyklen. Es gibt Substitutionseffekte. All das kann natürlich dazu führen, dass wir die Inflation überschätzen. Zudem spiegelt der Index natürlich häufig nicht unbedingt das wieder, was man so im Alltag wahrnimmt an Lebenshaltungskosten. Zum Beispiel selbstgenutztes Wohneigentum, das sehr prominent war in den letzten Jahren, ist nicht Teil des HVPIs. Deshalb waren wir uns in unserem Workshop eigentlich einig, dass diese geldpolitische Zielgröße sich auch im Zuge der Digitalisierung verändern sollte, um eine systematische Verzerrung zu verhindern. Wir haben heute hochfrequente Daten über Preise und Preissetzungsverfahren über Algorithmen, was natürlich auch die Unsicherheit über die Höhe dieses Messfehlers tatsächlich beeinflusst. Aber die wichtigste Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, war, ist das Ziel von unter aber nahe 2% noch angemessen? Drei besonders wichtige Punkte in meinen Augen, die Entscheidungen in unserer Gruppe geprägt haben, waren eben nicht nur die Messfehler, sondern auch das Risiko einer Entankerung der Inflationserwartungen bei einer höheren Inflationsrate. Ja, stabil verankerte Inflationserwartungen sind zentral für eine effektive Geldpolitik. Ansonsten, wir leben auch in einer Welt der unkonventionellen Geldpolitik. Daher haben wir auch diskutiert, ob die EZB die angestrebte Inflationsrate erhöhen sollte, um den Sicherheitsabstand zur Zinsuntergrenze zu vergrößern, um damit ihren Handlungsspielraum zu erweitern. Trotzdem, zusammengefasst, 9 von 20 Teilnehmern bei unserem Workshop haben sich dafür ausgesprochen, dass das Ziel unter aber nahe 2% noch angemessen ist. Lediglich 6% fanden es tatsächlich zu niedrig. Vielen lieben Dank, Julius. War das schon eine Präsentation? Bist du durch? Genau, ich bin mit meiner Präsentation durch. Super, ich danke dir dafür. Hast du denn jetzt direkt schon eine Frage, die ihr in eurer Gruppe entwickelt hattet, die du an Jens stellen möchtest? Ja, lieber Jens, vielen Dank, dass wir dir die Fragen stellen dürfen. Wir leben oder werden auch in Zukunft wahrscheinlich immer noch stärker in einer digitalen Ökonomie leben, die geprägt ist von Preissetzung durch Algorithmen, das sehr dynamisch ist. Wir haben Preisdaten im Minutentakt. Wir haben vielleicht auch viele Güter ohne Marktpreise wie Wikipedia. Und daher kam bei uns auch im Workshop die Frage auf, ob und in wie denn der HVPI in Zukunft eine digitale Ökonomie abbilden sollte oder auch kann. Da kann ich direkt mal kurz rein. HVPI direkt miterklären, bitte. Danke. Das ist der harmonisierte. Das ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex, also der eben angesprochene konstante Warenkorb, den wir eben nutzen oder den die EZB auch nutzt, um die Inflation zu messen, was eben aus allen Euro-Ländern dann eben zusammengewürfelt wird, um das zu beurteilen. Vielleicht nochmal in Ergänzung dazu, also besser hätte ich es jetzt auch nicht erklären können, aber wir wollen ja den Wert des Geldes stabil halten. Und das messen wir daran, dass sozusagen die Kaufkraft der Konsumenten möglichst stabil bleibt. Und das wiederum bilden wir so ab, dass wir einen Warenkorb nehmen, der sich natürlich über die Zeit auch verändern kann. Und daran messen wir dann, wie sich sozusagen die Preisentwicklung darstellt. Und der konkrete Preisindex, der halt hier genommen wird, ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex. Und die Digitalisierung hat jetzt sehr vielfältige Einflüsse auf die Preisentwicklung. Und für ein abschließendes Urteil ist es fast noch zu früh, weil auf der einen Seite hat Julius das ja ganz gut beschrieben, erhöht die Digitalisierung den Wettbewerb. Früher ist es so gewesen, du bist in deine Stadt gegangen, hast vielleicht ein, zwei Geschäfte angeschaut und hattest dann ungefähr einen Überblick über die Preise eines bestimmten Produktes und musstest dich dann zwischen den beiden Geschäften entscheiden. Heute ist es so, du gehst ins Internet und hast im Grunde komplette Preistransparenz über Anbieter, die ganz weit entfernt von dir vielleicht ihr Geschäft betreiben und die Waren kommen dann vielleicht sogar aus dem Ausland zu dir und du kannst den günstigsten Anbieter nehmen. Insofern hat Digitalisierung auch einen wettbewerbserhöhenden und einen margensenkenden Effekt. Also die Preise sinken tendenziell dadurch.
Das ist einer der vielen Effekte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir auch sehen, dass immer mehr solche sogenannten Superstar-Firmen entstehen, also Firmen, die eine enorm große Marktmacht haben, weil sie eben Plattformökonomie bedienen oder weil sie beispielsweise wie Amazon von enormen Größenzahlenvorteilen profitieren können. Und das wiederum wirkt wettbewerbsreduzierend. Also das erkläre ich deswegen, weil man sieht, dass es dort auch gegenläufige Effekte geben kann, beispielsweise in Bezug auf den Wettbewerb. Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von, also wir steuern ja eine Inflationsrate von derzeit knapp unter, aber nahe bei 2% an, knapp unter 2%. Und das liegt eben auch daran, dass wir diese Preise, die wir messen, nur mit Messfehlern abbilden können. Und einer dieser Messfehler, den hat Julius ja angesprochen, das ist beispielsweise der New Product Bias, dass Produkte über ihren Lebenszyklus eine ganz bestimmte Preisentwicklung haben. Am Anfang ist so ein Produkt erstmal sehr teuer, wenn es neu in den Markt kommt, dann sinkt der Preis sehr stark und am Ende des Produktzyklus könnte er sogar wieder steigen. Und je nachdem, wann wir anfangen, dieses Produkt im Warenkorb zu erfassen, hat man unter Umständen dann eine Verzerrung in der Preismessung. Oder die Tatsache, dass sich die Qualität der Produkte ständig verändert. Also wenn du einen Rechner vor 2 Jahren gekauft hast, ist das ein ganz anderer Rechner mit ganz anderen Leistungsmerkmalen als ein Rechner, den du heute kaufen kannst. Trotzdem bleibt der Preis vielleicht konstant. Aber das heißt, dass wir ja berücksichtigen müssen, dass sich das Produkt verändert hat. Das Produkt ist besser geworden. Und insofern ist es eigentlich billiger geworden, weil du mehr Leistung bekommst für den gleichen Preis. Und aus all diesen Gründen, und da kommen dann noch die anderen dazu, die Julius erwähnt hat, haben wir uns eben für diese knapp unter 2 entschieden. Und da auch dort wirkt Digitalisierung. Julius, hast du noch eine weitere Frage aus deiner Gruppe? Im Übrigen, Julius, mir ging es damals genauso wie dir auch, als ich studiert habe. Ökonometrie und Geldpolitik waren meine beiden Spezialgebiete, die mich so an der Volkswirtschaft auch fasziniert haben. Also insofern erkenne ich mich da durchaus wieder. Das ist schön zu hören. Das lässt sich ja auch gut kombinieren und ist auch, glaube ich, für mich motivierend, dass das eine gute Kombination ist, mit der man auch viel erreichen kann. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich danke dir, Julius, für deine Frage. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erinnern, liebe Leute, ich sehe schon, ihr habt ganz, ganz viele Fragen bei Mentimeter. Es sind unglaublich viele. Ich habe es nicht mehr geschafft, sie durchzulesen. Aber schreibt doch auch gerne in den Chat rein. Pastor Mike, kommt nach vorne. Es ist viel, viel schöner, wenn man euch sieht. Mich will man nicht die ganze Zeit sehen. Ich bin sehr irrelevant heute. Ich werde jetzt ausnahmsweise schon mal eine Frage aus dem Mentimeter nehmen. Aber genau, guckt da auf jeden Fall rein, dass ihr da Pastor Mike reinschreibt in euren Chat und kommt nach vorne, zeigt eure Gesichter. Und zwar sehe ich, gehe ich mal hier rein, die Fragen, ihr habt ja gevotet, welche Fragen ihr gut findet. Jetzt sehe ich hier eine Frage und ich verstehe die Hälfte davon nicht, aber ich stelle sie trotzdem, weil du, Jens, wirst sie beantworten können. Und zwar, koordiniert die EZB ihre Geldpolitik mit anderen Zentralbanken wie die FED oder BOJ? Kannst du vielleicht erstmal kurz erklären, was ist die FED und die BOJ? Das ist zum einen, die FED ist das Kürzel für die amerikanische Notenbank und die Bank of Japan, das sind die Kollegen in Japan. Und natürlich berücksichtigen wir geldpolitische Entscheidungen in anderen Ländern insofern, als die natürlich auch wieder Einfluss auf die Preisentwicklung im Euroraum haben. Weil die unterschiedliche Ausrichtung der Geldpolitik im In- und Ausland Wechselkurseffekte erzeugen kann. Und die wirken dann beispielsweise über die Importpreise auch auf die heimische Preisentwicklung und den Konsumentenpreisindex. Aber eine Koordinierung in dem Sinne, dass wir uns jetzt regelmäßig vorher anrufen und sagen, was machst du denn morgen? Und dann machen wir was Ähnliches. Die findet höchstens statt in Krisenzeiten, wo man auch sehr in Marktsignale senden möchte, die dann auch zur Beruhigung beitragen, wo es wichtig ist, dass man zum Beispiel bekannt gibt, dass man Notfallmaßnahmen gemeinschaftlich trägt, dass man sich auch vielleicht gegenseitig über sogenannte Swap Agreements unterstützt, also sich auch gegenseitig aushilft, wenn es darauf ankommt. Aber im Normalfall fließt das sozusagen über die ganzen volkswirtschaftlichen Größen ein und nicht über eine explizite Koordinierung. Aber wir treffen uns relativ häufig. Vielleicht das noch zum Abschluss, Ezra. Wir treffen uns alle 6 Wochen in Basel. Da kommen alle Notenbanker der Welt zusammen.
Und da diskutiert man natürlich auch, wie man die Wirtschaftsentwicklung sieht, wie man sich seine geldpolitische Reaktion vorstellt. Und natürlich lernt man da auch voneinander. Und wenn der Fragesteller so will, dann findet da natürlich auch jetzt keine Koordinierung statt. Aber zumindest versucht man, die Sichtweise der anderen zu verstehen und sich darauf einzustellen. Richtig, danke für die Antwort, Jens. Ich will noch kurz Kire reinholen. Er hat sich gemeldet, pass the mic. Ich hoffe, du bist da. Du kannst dich schon mal unmuten. Kire, du wirst jetzt gleich reingeholt und direkt eine Frage stellen. Jens wird dann darauf reagieren. Bist du schon da? Hallo. Kannst du uns sehen? Hören tun wir dich, das ist klasse. Sehen tun wir dich. Ja, da bist du. Hi, schieß direkt mal los. Ja, hallo. Also ich habe meine Frage schon am Menti gestellt, aber ich nutze diese Möglichkeit auch, meine Frage direkt zu stellen. Und also die durchschnittlich niedrige Inflationsrate in den letzten 5 Jahren weist darauf hin, dass die EZB ihr Mandat der Preisstabilität höchstwahrscheinlich nicht erfüllen wird. Dann braucht die EZB eine neue Definition ihres Mandats und kann sie dafür verantwortlich oder haftbar auch gemacht werden, wenn sie die deflationären Inflationsraten weiterhin nicht bekämpfen kann? Das ist auch meine erste Frage. Meine zweite Frage wäre, ob kann ich kurz da mal reingrätschen, weil wir sind tatsächlich auch schon sehr eng mit der Zeit. Lass uns bei der einen Frage bleiben. Vielleicht haben wir am Ende noch mal Zeit, wo du deine Frage stellen kannst. Danke. Ich glaube, jetzt habe ich ein Tonproblem, aber ich antworte einfach trotzdem mal. Also wir versuchen ja, die Preisentwicklung in der mittleren Frist, und zwar mit Blick nach vorne, zu beeinflussen. Weil unsere geldpolitischen Entscheidungen, die wir heute treffen, die wirken ja nur mit Wirkungsverzögerungen. Und das heißt, die beeinflussen dann die Preisentwicklung in vielleicht 1 oder 1,5 Jahren. Die Preisentwicklung der Vergangenheit, die können wir nicht mehr beeinflussen, die ist einfach geschehen. Und insofern heißt unser Ziel, wir wollen dieses knapp unter 2%, wollen wir in der mittleren Frist erreichen. Und deswegen ist das auch sozusagen der Horizont, der sich in unseren Prognosen abzeichnet. So, und das ist die Zielerreichung. Warum das Ziel in der Vergangenheit verfehlt wurde, kann ganz viele Gründe haben. Das kann auch einfach Pech sein. Also Schocks, die vollkommen außerhalb unseres Einflusses stehen, können dazu führen, dass die Inflationsrate zu niedrig oder zu hoch ausfällt. Und deswegen eben mit dem Blick nach vorne gerichtet. Gleichzeitig hast du recht, die Inflationsrate ist in der Vergangenheit immer wieder unterhalb, das hat sich immer wieder unterhalb des Zieles realisiert. Und deswegen müssen wir uns schon fragen, warum kommt es denn zu diesen persistenten Zielverfehlungen? Woran liegt das? Und was muss man ändern? Genau das wird ein wichtiger Diskussionspunkt sein in der Strategieüberprüfung. Vielen lieben Dank, Jens. Danke, Julius. Und danke auch dir, Kire, für deine Frage. Wir machen auch direkt weiter mit dem zweiten Workshop. Im zweiten Workshop Go Digital haben die Teilnehmenden einen Blick geworfen auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt und Inflation. Das habt ihr ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ich darf die SpeakerInnen dieser Gruppe nach vorne bitten. Unmutet euch, zeigt euch. Grinst einmal ein bisschen und stellt euch einmal kurz vor und dann könnt ihr auch direkt starten mit eurer Präsi. Ja, hallo, ich bin Alicia Walz, 23 Jahre alt. Ich studiere Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre und komme aus Köln. Mein Name ist Viktor Gaske, ich bin 20 Jahre alt, studiere IT-Sicherheit und mobile Systeme mit dem Schwerpunkt auf Kryptographie an der Hochschule Stralsund. Und wir freuen uns, unsere Ergebnisse vom Workshop Digitalisierung euch jetzt vorzustellen. Super, ich übernehme dann die Weiterführung. Wir haben die Ergebnisse zum Workshop Digitalisierung in 3 Unterpunkte aufgeteilt. Ich fange an mit Arbeitsmarkt, dann geht es weiter zur Produktivität. Das haben wir in 2 Teile aufgeteilt. Viktor übernimmt dann und endet dann mit Inflation. Arbeitsmarkt haben wir wieder in 2 Unterpunkte unterteilt, in Angebot und Nachfrage. Die Digitalisierung bietet eine Antwort auf den demografischen Wandel und Lifelong Learning und Homeoffice zeigen, dass durch die Digitalisierung man mit einem Internetzugang sein ganzes Leben lang und überall sich weiterbilden kann und am Arbeitsmarkt partizipieren kann.
Die Digitalisierung hat auf der Nachfrageseite einen neutralen Beschäftigungseffekt bei gleichzeitig zunehmender Polarisierung. Das heißt, Arbeitsplätze im oberen und unteren Qualifikationsbereich bleiben gleich oder steigen, wobei der Mittelbau langfristig wegfällt. Bei der Produktivität kann man heute ein Paradoxon beobachten. Das heißt, trotz steigender Digitalisierung hat diese kaum einen Einfluss auf die Produktivität, obwohl man das ja eigentlich vermuten würde. Mögliche Gründe dafür sind, dass es in Deutschland eine geringe Technologieadaption gibt, ein starkes Silo-Denken und möglicherweise auch falsche Regulierung. Weiter zu Viktor. Ja, wir haben uns natürlich auch bei dem Thema der Produktivität Gedanken dazu gemacht, wie wir denken, dass es in Zukunft mit der Produktivität und entsprechend der Digitalisierung in dem Zusammenhang aussieht. Und da sehen wir ganz klar eine Aktivierung von Reserven, eben auch durch die aktuelle Corona-Pandemie. Da sehen wir zum Beispiel die Telearbeit, das Homeoffice als treibendes Element, haben aber auch, wie gesagt, wenn wir da auf die momentane Lage gucken, durch die Regulierung eine gewisse Gegenkraft, die eben auch hilfreich für die Produktivität ist. Denn wenn wir zum Beispiel in die Vereinigten Staaten schauen, läuft da zum Beispiel ein Kartellverfahren. Und aus diesem Kartellverfahren könnten mitunter kleinere, junge, innovativere und produktivere Unternehmen hervorgehen, die dann eben am Markt teilnehmen können. Deutschland sollte allerdings aus unserer Sicht auch entsprechend unterstützen. Das heißt, entsprechend die Bürokratie und die Organisation anpassen, damit entsprechend die Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung möglich sind. Der dritte Punkt, den wir uns angeschaut haben in einer dritten Breakout-Session, war die Inflation und dabei die Teile, die mittel- und unmittelbar entsprechend darauf Einfluss nehmen können. Das wären auf der einen Seite die Preismessung und auf der anderen Seite der Wettbewerb. Und bei der Preismessung hat die Digitalisierung positive wie auch ja, teils negative Effekte, wenn man da entsprechend drauf schaut. Auf jeden Fall ein sehr positiver Fall ist der einfachere Datenzugriff und Datenzugang zu den entsprechenden Preisen, zum Beispiel durch das Statistische Bundesamt, sodass das Bundesamt entsprechend die Preise einfacher über Internet zum Beispiel ermitteln kann. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch bedenken, dass Preise dynamischer werden. Eine gewisse Individualisierung findet statt. Und deswegen wird es natürlich auch schwieriger, die entsprechenden Preise zu erfassen, weil zunehmend jeder seinen eigenen Preis bekommt, er entsprechend ja, individualisiert wird. Der zweite Punkt, den wir uns, wie gesagt, zur Inflation angeschaut haben, war das Thema Wettbewerb. Und hier können wir natürlich drei interessante Punkte auch beobachten, wie wir herausgearbeitet haben. Auf der einen Seite haben wir eine gewisse Monopolbildung, also Superunternehmen mit einer gewissen Preissetzungsfähigkeit. Und diese Unternehmen können eben teilweise die Preise diktieren. Auf der anderen Seite wird auch eine Preistransparenz ermöglicht, da die Preise untereinander verglichen werden können, wenn auch nicht dieser Effekt so stark ist. Wir sollten allerdings einen Aspekt nicht aus den Augen verlieren, und auch das haben wir herausgearbeitet. Das ist nämlich der Faktor Mensch. Denn durch die Automatisierung ist es so, dass viele Jobs ja, teils auch wegrationalisiert werden können. Es gleicht sich zwar aus, ist aber ein Punkt, den wir beobachten müssten. Und daraus gibt es eben, wie gesagt, auch eine Polarisierung der Löhne, eben auch den steigenden Druck hierauf. Und das ist eben ein Punkt, der auch für die zukünftige Entwicklung der Digitalisierung und der Produktivität wichtig und bedacht sein sollte, wodurch sich ein insgesamt rundes Bild ergibt. Vielen Dank für eure kurze und knackige Präsentation. Ich würde euch jetzt schon mal bitten, eure Fragen zu stellen und auch nochmal ein Signal an diejenigen, die zuschauen. Schreibt den Community Manager in im Chat, dass ihr gerne eine Frage stellen möchtet. Dann hole ich euch rein. Das ist super wichtig, weil ich kann jetzt natürlich auch immer Fragen reinholen vom Mentimeter. Auch schon mal super, dass ihr da Fragen reinstellt. Aber in der Schnelle kann ich dann wahrscheinlich nicht die perfekte Frage finden für diesen perfekten Slot, ne, zum Thema Digitalisierung und die Auswirkungen davon auf die Arbeitswelt. Deswegen besser ist, kommt nach vorne, zeigt euch. Ansonsten bringe ich die Fragen rein vom Mentimeter, die vielleicht nicht ganz passend sind. Aber zurück zu euch. Danke für eure Präsi. Schießt doch mal gerne los mit euren Fragen an Jens. Ja, genau. Da hätten wir schon eine erste Frage. Und die bezieht sich auch so ein bisschen auf Digitalisierung, denn aktuell werden ja über die Rahmenbedingungen des digitalen Euros die
Verhandlung quasi gestartet. Und da gab es ja auch ein Paper von der EZB, wo bestimmte Anforderungen benannt werden. Und die Herausforderung aus unserer Sicht wird es sein, dass quasi mit der einhergehenden Regulierung zum einen die Rechtssicherheit gewährt wird, aber auch auf der anderen Seite natürlich aufgepasst werden muss, dass die Innovationschancen für europäische Startups, speziell auch im Bereich von Kryptowährungen und Smart Contracts, ausreichend vorangetrieben werden können. Und da wäre jetzt unsere Frage, wie möchte die Bundesbank dieses Thema gestalten? Genau, also du sprichst sicherlich das Konsultationspapier zum digitalen Euro an, das die EZB veröffentlicht hat und das im Moment noch kommentiert werden kann. Und davon würde ich aber trennen, sozusagen die Regulierung von finanziellen Innovationen ganz allgemein, was auch ein wichtiges Thema ist. Bei dem digitalen Euro geht es uns vor allem darum, dass wir vor einer Entscheidung sozusagen sorgfältig Vor- und Nachteile abwägen. Also natürlich kann digitaler Euro Märkte effizienter ausgestalten, kann ein bequemes, relativ günstiges Zahlungsverkehrssystem letztlich darstellen. Auf der anderen Seite können auch Auswirkungen für die Finanzstabilität entstehen, die wir einhegen müssen. Beispielsweise indem Bankeinlagen werden in digitales Zentralbankgeld konvertiert werden und insofern die Banken dann stärker in die Notenbankfinanzierung gedrängt werden. Also all das sind Aspekte, die wir berücksichtigen müssen und die wir abwägen müssen. Und davon zu trennen sind aber private Innovationen. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, den ihr angesprochen habt. Es gibt ja durchaus auch Innovationen im Zahlungsverkehr, die eben nicht von der Notenbank kommen, sondern die in der Privatwirtschaft entstehen. Also auch die bestehenden Zahlungsverkehrssysteme können besser werden. Wir können zum Beispiel auch darüber diskutieren, ob wir programmierbare Euros schaffen können, die zwar kein digitales Zentralbankgeld sind, aber über einen sogenannten, wir nennen das Triggermechanismus, dann wieder Zugriff haben auf die konventionellen Systeme, die in Zentralbankgeld funktionieren. Also mein Punkt ist, wir haben ja Zentralbankgeld, wir haben aber auch privat geschaffenes Geld, was bei euch sozusagen auf dem Girokonto liegt. Und wir müssen auch darüber sprechen, wie das innovativer werden kann und wie wir auch dort neue Technologien anwenden können. Und wir müssen darüber sprechen, wie wir die Zahlungsverkehrssysteme aufrüsten, sodass Zahlungen eben bequemer, günstiger und auch grenzüberschreitend einfacher darstellbar sind. Ah, okay. Vielen Dank. Die Antwort freut mich. Habt ihr noch eine weitere Frage? Ja, wir hatten auch noch überlegt, ob die Bundesbank in die Digitalisierung aktiv vorantreiben möchte oder ob sie sich da eher als neutraler Player sieht, der den ganzen Prozess eher von außen beobachtet. Na, ich würde schon sagen, dass wir eine aktive Rolle haben in diesem Bereich, insofern, als wir ja ganz wichtige Infrastrukturen betreiben, also beispielsweise das sogenannte Target-2-System, von dem ihr ja bestimmt schon gehört habt. Und da sehe ich schon auch unsere Verpflichtung an, dass wir Dienstleistungen bereitstellen, die sozusagen State of the Art sind, die das Mögliche dann auch abbilden. Und dazu gehört beispielsweise, dass wir jetzt von der ganzen Weile Echtzeitzahlungen in diesen Systemen möglich gemacht haben. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt. Also wir sind da ein aktiver Akteur. Auf der anderen Seite wollen wir uns nicht einmischen in die Entscheidung, wie die Bürger bezahlen wollen. Wenn die Bürger mit Bargeld bezahlen wollen, dann werden wir ihnen weiterhin qualitativ hochwertiges Bargeld liefern. Wenn die Bürger allerdings sich entscheiden wollen, dass sie eher bargeldlos bezahlen wollen, dann werden wir auch dort dafür sorgen, dass die Infrastruktur eben sicher und effizient ist. Also, sagen wir mal, passiver Beobachter sind wir sicherlich nicht, aber wir wollen die Bürger nicht zu bestimmten Entscheidungen zwingen oder sie in eine bestimmte Richtung drücken. Wir wollen euch und den Bürgern das überlassen, wie ihr zum Beispiel bezahlt. Vielen lieben Dank. Ich danke euch für eure Fragen. Vielen Dank. Eine andere Kollegin, die Regina, steht bereit und hat auch eine Frage für dich, Jens. Ich verabschiede mich erstmal von euch beiden. Schön, dass ihr da wart. Und Regina kommt gleich dazu. Du kannst dich auch schon mal unmuten, Regina, deine Frage bereithalten.
Ach, ihr anderen bleibt da. Sorry, ihr müsst nicht gehen, ihr könnt bleiben. Regina, wir sehen dich noch nicht. Vielleicht hören wir dich aber schon. Du kannst ja schon mal was sagen. Ich hätte die Frage, die PSD2-Einhaltung für die Händler hat sich ja die Frist von 2019 sehen dich leider auf noch nicht. Das Jahr 2020. Ah ja, jetzt. Kannst du noch mal starten, bitte? Ja, klar. Die PSD2-Einhaltung für die Händler hat sich ja von 2019 auf 2021 verlegt. Welchen Wunsch hatte die Bundesbank dadurch, dass die Händler dort eine längere Frist erhalten und bekommen haben? Jens, kann es auch direkt mal nochmal erklären, was PSD2 ist und dann die Frage beantworten. Ja, ich kann doch die Fragesteller noch erklären lassen, oder? Ich muss ja nicht die ganze Zeit hier arbeiten. Oder so, Regina, wenn du willst. Die PSD2 regelt ja die Zahlungssicherheit für die Kunden, dass dort halt, also bei der Kreditkarte ist das jetzt so, dass man das mit einer App bestätigen muss, aber die Händler müssen das dieses Jahr zum Beispiel noch gar nicht umsetzen. Mhm. Genau, und uns geht es letztlich darum, dass wenn man das umsetzt, auch alle in der Lage sind, die entsprechenden Vorkehrungen auch zu schaffen, dass eben auch eine gewisse Sicherheit gegeben ist und da hilft sicherlich auch eine Fristverlängerung. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich bei euren Fragen. Wir machen auch direkt weiter mit der nächsten Gruppe. Schön für die ganzen Fragen und auch schön, dass du reingekommen bist, Regina. Wir kommen zum vierten Workshop und dort ging es um die Frage, in welcher Beziehung stehen Geldpolitik und die Stabilität des Finanzsystems zueinander? Ich darf euch einladen, die SpeakerInnen, unmutet euch, zeigt euch, schön euch zu sehen. Stellt euch doch kurz einmal vor, wer ihr seid und dann könnt ihr auch direkt starten mit eurer Präsi. Ja, hallo, mein Name ist Inga Lasis. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt auf dem Bachelor mit dem Schwerpunkt VWL. Ja, hallo, mein Name ist Fabian Gut. Ich studiere Economic Policy Consulting an der Ruhr-Uni in Bochum. Und wir haben uns in unserem Workshop im ersten Part mit der Geldpolitik des Eurosystems befasst. Und wie von Julius im ersten Workshop schon genannt wurde, ist das Ziel der Geldpolitik Preisstabilität zu gewährleisten. Und dafür stehen dem Eurosystem verschiedene Instrumente zur Verfügung. Ich werde das jetzt exemplarisch einmal kurz darstellen anhand der ständigen Fazilitäten. Die ständigen Fazilitäten sind auf der einen Seite die Spitzenrefinanzierungsfazilität und auf der anderen Seite die Einlagenfazilität. Diese beiden Zinssätze, auch gemeinhin als Leitzinsen bekannt, dienen halt dem Geldaustausch zwischen den Geschäftsbanken und dem Eurosystem. Wir befinden uns jetzt schon seit längerem in einer Phase der expansiven Geldpolitik. Das heißt, die Zinsen wurden kontinuierlich gesenkt und befinden sich nun auf einer Höhe von 0 bzw. minus 0,5%. Warum macht das Eurosystem das Ganze? Die Idee dahinter ist, auf der einen Seite wird es unattraktiv für die Geschäftsbanken, Geld bei der EZB zu parken, weil sie halt negative Zinsen dafür bekommen, sprich sie müssten dafür Geld bezahlen. Und andererseits wird es sehr günstig für die Geschäftsbanken, sich zu refinanzieren. Dieses Geld liegt dann allerdings nicht auf Konten, sondern es wird als Kredite wieder in die Realwirtschaft transferiert. Und diese Kredite werden genutzt, einerseits um Konsumausgaben zu tätigen, andererseits Investitionsausgaben zu tätigen. Beides zusammen erhöht letztendlich die aggregierte Nachfrage. Und wenn die Preise nicht im gleichen Maße reagieren können, wenn das Angebot nicht im gleichen Maße reagieren kann, dann erhöhen sich letztendlich die Preise. Wir können also feststellen, dass die Geldpolitik durchaus auf die Geschäftsbanken angewiesen ist. Also daher brauchen wir auch ein stabiles Finanzsystem. Was ein stabiles Finanzsystem ist und inwiefern es durch die Geldpolitik betroffen ist, wird euch nun Inga erläutern. Genau, danke Fabian. Ich präsentiere euch hauptsächlich das Problem, zu welchem wir in unserem Workshop angekommen sind. Wie schon Fabian bereits gesagt hat, grundsätzlich kann man sagen, dass die monetäre Politik auf Finanzstabilität angewiesen ist, da, wie bereits erklärt, nur durch ein funktionierendes Transmissionsmechanismus monetäre Politik überhaupt einen Einfluss auf die reale Wirtschaft haben kann.
Jedoch ist halt auch, wie bereits erklärt, der Transmissionsmechanismus nur annähernd problemlos, kann er auch nur dann funktionieren, wenn Finanzstabilität gegeben ist. Wie in dem Beispiel expansive Geldpolitik kann es halt auch zu Schwierigkeiten auf Finanzmärkten führen. Beispielsweise fällt es Geschäftsbanken dann deutlich schwerer, Kapitalpuffer aufzubauen, wie es halt eigentlich in Basel III vorgeschrieben ist. Insbesondere dann, wenn die Zinsen niedrig gehalten werden, um das Inflationsziel zu erreichen. Das greift dann halt auch die Finanzstabilität an und somit wird das halt auch dann gefährdet und kann schlussendlich durch den Transmissionsmechanismus dann auch wieder negative Folgen haben. Und durch diese negative Beeinflussung des Transmissionsmechanismus werden dann weitere geldpolitische Maßnahmen notwendig, die dann halt wiederum dazu führen, dass weiter Finanzinstabilität möglicherweise entsteht und dann auch wieder das Transmissionsmechanismus dann halt auch schon wieder nicht funktioniert. Und das ist dann halt so ein Pendel, was man dann hat, und das ist dann halt immer ein Prozess, der weitergeht. Wir haben uns dann im Workshop dann die Frage gestellt, wie die geldpolitischen Entscheidungen des Eurosystems möglicherweise auch vielleicht Finanzstabilität mit betrachten könnten. Und wie ihr seht, haben die meisten Workshop-Teilnehmer abgestimmt, dass vielleicht auch bei den geldpolitischen Entscheidungen des Eurosystems die Finanzstabilität ein wichtiges Thema wäre oder vielleicht mehr betrachtet werden sollte. Vielen lieben Dank. Ich vermute, ihr seid durch mit eurer Präsi und ihr habt auch sicher Fragen vorbereitet. Welche Fragen habt ihr? Ihr dürft gerne losschießen. Genau. Also, wir wollten fragen, durch die, wir können es ja Interdependenz nennen, von Finanzstabilität und der Geldpolitik, sollte nicht das Eurosystem innerhalb ihres Ziels der Preisstabilität auch bei ihren Entscheidungen mehr die Finanzstabilität beachten? Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist im Grunde sehr komplex, deswegen muss ich ein bisschen ausholen. Also wenn ihr sie so stellt, wie ihr sie gestellt habt, nämlich soll das Eurosystem, sollen die Notenbanken Finanzstabilität stärker berücksichtigen, dann ist, glaube ich, die einfache Antwort erstmal ja. Die interessante Frage ist, die sich dann anschließende Frage letztlich ist, inwieweit die Geldpolitik Finanzstabilitätserwägungen berücksichtigen sollte. Also ich möchte das nochmal trennen. Natürlich haben die Notenbanken verschiedene Aufgaben. Wir machen die Geldpolitik, wir sind aber auch mitzuständig beispielsweise für die Bankenaufsicht und wir haben auch ein Finanzstabilitätsmandat. Und insofern ist die Bundesbank in allen diesen drei Bereichen aktiv und die wirken natürlich auch zusammen. Die Interdependenzen, die Zusammenhänge habt ihr ganz gut herausgearbeitet. Die Krux ist jetzt, sollte die Geldpolitik mehrere Ziele haben? Und wenn ja, wie kann sie dann noch ihre Rechenschaftspflicht erfüllen? Also nehmen wir an, wir verfehlen unser Ziel der Preisstabilität und erklären das dann daraus, dass wir irgendwelche anderen Ziele, Finanzstabilität, aber man könnte sich auch anders vorstellen, versucht haben zu erfüllen. Dann wird es natürlich sehr viel schwieriger zu überprüfen, ob die Notenbank wirklich ihre, oder die Geldpolitik in dem Fall, wirklich ihre Aufgabe erfüllt hat. Und man muss aufpassen, dass man nicht in einer gewissen Beliebigkeit landet. Das ist sozusagen das eine Extrem. Auf der anderen Seite haben wir ja auch in der Finanzkrise beispielsweise gesehen, und die Beispiele habt ihr ja auch angesprochen, dass finanzielle Instabilität auch den geldpolitischen Transmissionsprozess beeinträchtigen kann und am Ende natürlich auch Preisstabilität gefährden kann. Und insofern ist eine Diskussion, die wir derzeit in der Geldpolitik haben, wie kann die Geldpolitik Finanzstabilität berücksichtigen, und zwar aus ihrem Preisstabilitätsmandat heraus. Und das macht insofern Sinn, als wenn man den Horizont ein bisschen weitet, wenn man etwas weiter in die Zukunft schaut, natürlich finanzielle Instabilität im Finanzsektor sich wieder auswirken und insofern die Notenbank schon ein Interesse hat, dass sie Exzesse in einer gewissen Weise nicht zulässt. Aber wie gesagt, es kann eben auch Widersprüche geben zwischen dem Ziel Finanzstabilität und dem Ziel Geldwertstabilität bei einer Entscheidung heute. Und das darf dann nicht zur Ausrede werden, den Bürgern keine Preisstabilität zu liefern. Also insofern, die Institution hat eine klare Verantwortung in der Finanzstabilität. Bei der Geldpolitik muss man sie meines Erachtens aus dem Ziel der Preisstabilität ableiten können. Und das ist in der Praxis, ich habe euch das jetzt sozusagen
einfach mal so ein bisschen überschlägig dargestellt. In der Praxis ist das insofern schwierig, als natürlich je länger der Horizont wird, über den wir in die Zukunft schauen, desto schwieriger werden auch die Prognosen. Und desto wackeliger ist dann auch das Fundament, auf das man seine geldpolitischen Entscheidungen basiert. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Jens. Habt ihr noch eine weitere Frage aus eurer Gruppe? War das ein Nein? Ja, wir haben natürlich noch eine zweite Frage vorbereitet. Nämlich, wie könnte man Finanzstabilität im EU-System denn gemeinsam besser garantieren? Wäre es zum Beispiel möglich, weil das Eurosystem ja doch ein bisschen divers ist, so die Bankensektor im Europa sind ein bisschen divers, ob man die vielleicht dann in Gruppen aufteilt mit verschiedenen und verschiedene Policy-Maßnahmen für die einzelnen Sparten dann verwendet? Na, wir haben ja da schon sehr große Fortschritte gemacht nach der Finanzkrise. Es gibt inzwischen die europäische Bankenaufsicht, der sogenannte SSM. Und insofern werden alle großen Banken, alle systemisch wichtigen Banken auch gemeinschaftlich beaufsichtigt. Weil eine der Erfahrungen in der Krise war, dass vielleicht die nationalen Aufseher zum einen sehr unterschiedliche oder unterschiedliche Ansätze verfolgen, zum anderen vielleicht auch ihr eigenes Bankensystem immer ein bisschen positiver sehen als das der Nachbarn. Und insofern man durchaus gewinnen kann, wenn man große systemische Banken, die ja ohnehin Auswirkungen auf alle haben im Euroraum oder in Europa sogar, gemeinschaftlich beaufsichtigt und dann auch einheitliche Kriterien anwendet. Und bei den weniger wichtigen, bei den sogenannten LSI, also Less Significant Institutions, da findet die Aufsicht dann weiter Nationalstaat, aber eben auch nach einheitlichen Kriterien. Das ist aus meiner Sicht schon eine wichtige Lehre aus der Krise gewesen und auch ein wichtiger Fortschritt bei der Aufsicht über die Finanzinstitute, neben den vielen regulatorischen Änderungen, die nach der Finanzkrise vorgenommen wurden. Das eine ist ja, dass man besser beaufsichtigt, das andere ist aber ja auch, dass man die Regeln anpasst und aus der Krise seine entsprechenden Lehren zieht und aus der Krise gelernt hat. Vielen Dank. Ich danke euch für eure Fragen. Schön, dass ihr das vorgetragen habt. Ich würde auch direkt weitergehen zur nächsten Gruppe, die auch schon bereitsteht. Und zwar im 5. Workshop haben sich die Teilnehmenden gefragt, welche Herausforderungen die Globalisierung für die europäische Geldpolitik mit sich bringt. SpeakerInnen, tretet gerne vor, entmutet euch, bereitet euch vor. Ihr könnt euch gerne einmal persönlich vorstellen und dann mit eurer Präsi starten. Ja, mein Name ist Vincent und ich studiere internationale Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule in Fulda. Dann gehe ich mal weiter. Ja, hallo, ich bin der Marcel, bin 27, studiere Politikwissenschaften auf dem Schwerpunkt Sozialpolitik, habe meine Banklehre gemacht und wir dürfen euch heute die interessanten Ergebnisse des Workshops Globalisierung vorstellen. Ja, ich fange gleich mal an. Wir haben uns intensiv mit verschiedenen konventionellen Mitteln der Geldpolitik befasst, unter anderem mit dem Leitzins. Und ein Problem, das uns aufgefallen ist, ist, dass der Leitzins zunehmend an Macht verliert, an Einfluss, aufgrund von verschiedenen Einflüssen, durch die Globalisierung auch initiiert sind. Aber auch neue Einflüsse wie Populismus, Extremismus sorgen dafür, dass sehr viel Unsicherheit einfach herrscht. Und da gibt es ja dann als quasi Gegenmaßnahme seit einigen Jahren die Forward Guidance. Und da ist uns auch aufgefallen, dass die zunehmend wichtiger wird, weil die Forward Guidance eben eine gewisse Sicherheit bietet. Und diese Sicherheiten, sichere Worte sind in diesen Zeiten einfach, die sehr unsicher sind, extrem wertvoll. Genau, die zugrunde liegenden, also beziehungsweise die Schlussfrage des Ganzen ist dann eigentlich gewesen, wie groß die Macht des Leitzinses denn überhaupt noch ist.
Die stellen wir später auch nochmal separat. Genau, und dann gebe ich weiter an Marcel. Ja, danke schön. Ja, wir hatten noch ein sehr interessantes Thema innerhalb der Gruppe. Das waren die Einflussfaktoren der Geldpolitik und der Globalisierung auf die Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit. Das ist natürlich ein sehr umstrittenes Thema, auch innerhalb der Bundesbank. Und wir haben eben festgestellt, dass eben die Ungleichheit einerseits zwischen den Volkswirtschaften insgesamt abgenommen hat, aber innerhalb eines Landes, wie wir das auch in Deutschland feststellen können, in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen hat. Und das ist natürlich die Frage, was sind die Faktoren dazu? Also klar, einerseits sind auch technologische Fortschritte spielen da auch eine Rolle in der Globalisierung, aber letztlich ist halt eben so, die Arbeitskräfte in den Schwellenländern haben erheblich profitiert davon, aber zugleich verschärft sich eben der Wettbewerb im Niedriglohnsektor. Das ist hier in Deutschland teilweise auch erheblich zu sehen. Und zuletzt mit der aktuellen Zinspolitik haben vor allem die oberen Einkommensschichten erheblich davon profitiert. Wie gesagt, das sind alles natürlich wissenschaftliche Sachen, die noch sehr strittig sind, aber wir haben uns eben damit eben beschäftigt. Und dann haben wir eben festgestellt, was gibt es denn? Und zu einem sind die Einkommenssicherheiten, haben Auswirkungen darauf, dass eben hohe Einkommens- und Vermögensklassen eben marginale Konsumneigung haben. Das bedeutet, die sparen eher und die niedrigen Einkommensklassen, die eigentlich von den günstigen Zinsen profitieren sollten, profitieren eigentlich nicht wirklich davon. Und dann stellt sich natürlich für uns die Frage, was kann die EZB machen? Und dazu bräuchte ich die nächste Slide, Vincent. Ja, und wir hatten uns dann innerhalb der Gruppe eben Gedanken gemacht, was könnte die Europäische Zentralbank darin machen? Das könnte durchaus natürlich damit sein, dass man Wertpapiere ankauft, um die Ungleichheit zu beeinflussen. Das ist natürlich eine strittige Frage, ob es überhaupt Effekte hat. Und wir hatten halt eben uns gedacht, das könnte einen direkten Einfluss eben auf das Vermögen haben. Das könnte zu einem Kursanstieg von Wertpapieren natürlich führen, von Betroffenen zumindest. Aber es begünstigt natürlich die Schuldner und letztlich werden natürlich auch wieder die Sparer in dem Sinn benachteiligt. Diese ganze Sache ist natürlich höchst umstritten und unsere Frage ist an dich, Jens, soll die Zentralbank mit ihrer Geldpolitik eine aktive Verteidigungspolitik betreiben? Also da könnte man zum Beispiel, um jetzt etwas vorzuschlagen, das Thema Helikoptergeld vorschlagen. Danke. Ja, vielen Dank für eure Frage. Also als Lektüre für die Frage der Verteilungseffekte der Geldpolitik empfehle ich euch auch unseren Monatsbericht, falls ihr den nicht gelesen habt zum Thema. Der war insofern ganz interessant, als er nochmal explizit unterschieden hat zwischen Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Geldpolitik auf die Einkommensungleichheit keine vergrößernden Effekte hat, insofern als dort der wesentliche Übertragungskanal die Arbeitsplatzsicherheit sozusagen ist. Und bei der Vermögensungleichheit sind die Ergebnisse etwas diffuser. Das habt ihr auch richtig beschrieben. Insofern muss man da auch noch mal ein bisschen differenzierter hinschauen. Aber eure eigentliche Frage ist ja, sollte die Geldpolitik Verteilungsziele verfolgen? Und ihr habt es im Grunde schon angedeutet, das Ziel, das man da verfolgen kann, ist natürlich im höchsten Maße umstritten und auch eine extrem politische Festlegung, wo unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Individuen ganz unterschiedliche Vorstellungen haben könnten. Und insofern würde ein solches Ziel natürlich zu einer extremen Politisierung der Notenbank führen, das ist offensichtlich. Aber die Notenbank würde ja dann einschreiten in einen Politikbereich, der eigentlich durch demokratisch legitimierte Institutionen verantwortet wird. Also was man, glaube ich, verstehen muss, um das Mandat der Notenbanken und seine Grenzen besser einordnen zu können, ist, dass wir als unabhängige Institution, wir werden ja nicht gewählt und wir können auch nicht abgewählt werden, im Prinzip ein Fremdkörper in der Demokratie sind. Und diesen Fremdkörper kann man auch nur rechtfertigen, wenn wir uns auf unser enges Mandat beschränken. Wenn wir jetzt anfangen, Politik zu machen und sagen, wir haben jetzt Vorstellungen von einer angemessenen Verteilung in einem Land und die setzen wir jetzt geldpolitisch durch, dann korrigieren wir damit Politikentscheidungen der gewählten Parlamente und Regierungen. Und dadurch wird natürlich vollkommen zu Recht dann
unsere Unabhängigkeit untergraben, weil die Parlamente, die Regierungen, die eben offensichtlich ja eine solche Verteilung nicht anstreben, die wir mit der Geldpolitik dann erreichen wollen würden, die werden sich fragen, hoppla, wer ist ja eigentlich zuständig? Wir sind doch dafür gewählt worden, dass wir Sozialpolitik betreiben, dass wir beispielsweise ein Mindestsicherungsniveau festschreiben, dass wir ein Steuersystem auf die Beine stellen, das eben auch Verteilungswirkungen hat und insofern auch genau in diese Richtung wirkt. Und jetzt kommt die Geldpolitik und korrigiert unsere Entscheidung. Wer hat denn die dazu legitimiert? Wer hat die dazu gewählt? Und ohne unsere Unabhängigkeit, das haben wir aber in der Vergangenheit gesehen, werden wir unser Ziel der Preisstabilität nicht gut erreichen können. Und insofern ist es gut, dass wir unser Mandat eng interpretieren. Das Problem bei den, oder sagen wir mal, die Eigenschaft der Notenbanken ist, wir haben sehr tiefe Taschen. Wir drucken ja das Geld sozusagen selbst und damit kann man natürlich auch sehr viel machen. Und das weckt auch immer wieder Fantasien. Aber da greift man ganz vehement in politische Festlegungen ein, für die wir kein Mandat haben. Wozu würdest du denn noch eine Regierung wählen, wenn am Ende wir entscheiden, wer wie viel verdient in der Wirtschaft? Ja, ich finde es schön jetzt, dass du da von Fehlerkorrektur sprichst bei der Stelle. Und dann würde ich gerne nochmal die Frage vom Anfang nochmal stellen. Nämlich haben wir uns halt eingehend Gedanken gemacht zu der Frage und würden auch gerne deine Meinung wissen. Wie mächtig ist denn der Leitzins und wie stark hat er vielleicht auch an Macht verloren durch neue Einflüsse, die mit auch der Globalisierung gekommen sind? Also vielleicht nochmal zur sagen wir, zur Sicherstellung, zur Klarstellung. Ich meinte Fehler, die man selber sozusagen wahrnimmt als Fehler, also jetzt nicht ich, sondern du oder dein Nachbar, wir haben ja alle unterschiedliche Vorstellungen. Und die Politik hat auch Vorstellungen und die setzt etwas um und dann gehen wir hin und sagen, oh, das halten wir für einen Fehler und das korrigieren wir. Das war jetzt keine Aussage zur aktuellen Verteilung und ob ich die für richtig oder falsch habe, halte, sondern wir würden natürlich dann implizit sagen, die Politik steht in der Verantwortung für die Einkommensverteilung, für das soziale Sicherungssystem und wir halten das für einen Fehler. Das korrigieren wir jetzt mal, weil wir andere Vorstellungen haben. Das war jetzt keine Aussage dazu, ob das im Moment richtig ist oder nicht. Aber zum Zins nochmal. Der Zins, und das haben wir in der Vergangenheit auch durch die Finanzkrise gesehen, ist immer mehr ein Instrument unter vielen geworden. Von dem Hauptinstrument ist es jetzt ein Instrument, gerade an der Zinsuntergrenze, das natürlich, oder in der Nähe der Zinsuntergrenze, um exakt zu sein, das natürlich jetzt ergänzt wird durch beispielsweise die Anleihekäufe oder eben auch die Forward Guidance, die ihr da genannt habt. Da spielt aber eben nicht nur die Globalisierung eine Rolle, sondern vor allem eben auch die Tatsache, dass wir seit einer ganzen Zeit schon so einen säkulären Trend haben, eines abnehmenden natürlichen Zinses, der, wenn man das sozusagen anders sehen möchte, eines abnehmenden Wachstumspfades oder abnehmender Wachstumsmöglichkeiten der Volkswirtschaften. Und das bringt uns natürlich immer näher an die Zinsuntergrenze und engt damit den geldpolitischen Spielraum auch ein. Und deswegen haben wir ja auch jetzt beispielsweise in der Krise auch verstärkt Staatsanleihenkäufe benutzt und die Forward Guidance eingesetzt. Vielen lieben Dank, Jens. Ist ein weiterer Aspekt, der da eine Rolle spielt. Natürlich sind die Verflechtungen enger und die Abhängigkeiten sind enger geworden. Ich danke euch für eure Fragen und ich danke dir für deine Antwort, Jens. Die nächste Gruppe wartet auch schon. Sie möchte sehr gerne präsentieren. Ich gehe rüber. Im 5. Workshop haben sich die Teilnehmenden der Frage und vielleicht der These gestellt, Zentralbanken als Klimainfluencer? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Wer weiß es nicht. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch einmal kurz vor und dann könnt ihr auch direkt starten mit eurer Prise. Hallo, mein Name ist Anne Steuernagel und ich studiere im Master Public Economics an der Freien Universität in Berlin. Ja, guten Tag, mein Name ist Christian Hein und ich studiere deutsches Vergleichendes und europäisches Recht an der Uni Oldenburg. Und jetzt möchte ich euch in das Thema des Einflusses des Klimawandels auf die Arbeit der Zentralbank einführen. Im Rahmen des Mandats hat der Klimawandel zumindest Einfluss auf die Geldpolitik, die Bankenaufsicht und die Finanzstabilität.
Sowohl durch physische als auch transitorische Risiken, zum Beispiel durch Dürre oder technologischen Wandel, können Preise von beispielsweise Lebensmitteln oder Öl schwanken, welche dann direkt Einfluss auf den harmonisierten Verbraucherpreisindex und folglich auf die Inflation haben. Damit diese Risiken von allen Marktteilnehmern berücksichtigt werden können, sollte die Bundesbank von Banken einerseits die korrekte Einpreisung als auch andererseits die Offenlegung von Klimarisiken verlangen. Dies würde im Weiteren dann auch die Stabilität des Finanzsystems im Angesicht steigender Klimarisiken unterstützen. Im Weiteren gilt es auch, die Auswirkungen des Klimas auf verschiedenste makroökonomische Indikatoren wie Handel oder auch Arbeitsproduktivität oder Konsum überhaupt erst zu ermitteln. Probleme ergeben sich hier aufgrund der bisher unzureichenden Datenlage, sodass kausale Zusammenhänge momentan nicht ausreichend belegt werden können. Das Engagement der Bundesbank gegen den Klimawandel erfordert auch eine Greenwashing-resistente Definition von grünen Investitionen, die sowohl im internen Portfolio-Management als auch gegenüber Dritten konsequent durchgesetzt wird. So, dann im zweiten Teil des Workshops haben wir verschiedene Hebel, die der Bundesbank im Einsatz gegen den Klimawandel zur Verfügung stehen, diskutiert und priorisiert. Aspekte, die dabei eine Rolle spielten, waren das Volumen oder die potenzielle Wirksamkeit der Instrumente, die Frage, inwieweit ein Instrument vom Mandat der Bundesbank gedeckt ist und dessen Praktikabilität. Das entstandene Ranking zeigt, wie ihr hier sehen könnt, dass die Offenlegung von Klimarisiken für die TeilnehmerInnen an erster Stelle steht. Sicherlich unterstreicht dies die wichtige Rolle von möglichst vollständigen Informationen für das Funktionieren von Märkten. Gleich danach folgen auf Platz 2 Anleihenkaufprogramme. In diesem Zusammenhang sind wir auch auf den Begriff der Marktneutralität eingegangen. Wir haben diskutiert, wie sie definiert werden kann und ob die Bundesbank sich von der Marktneutralität eventuell sogar gänzlich abwenden sollte, um den Klimawandel aufzuhalten. An dritter Stelle schließlich folgen Klimastresstests für Banken und an vierter Stelle eine Anpassung des Sicherheitsrahmens. Dazu vielleicht noch kurz als Erläuterung. Der Sicherheitsrahmen beschreibt diejenigen Sicherheiten, die die Bundesbank von Banken bei Refinanzierungsgeschäften akzeptiert. Abschließend bleibt mir also für unseren Workshop nur noch zu sagen, dass es durchaus Handlungsspielräume für die Bundesbank gibt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Jetzt gilt es, diese Handlungsspielräume auch zu nutzen. Vielen Dank. Ich danke euch für eure Präsi. Ihr habt auch sicherlich Fragen bereitgestellt. Ihr dürft direkt starten. Ja, super. Und zwar, Anleihenkaufprogramme müssen ja mit dem Grundsatz der Marktneutralität übereinstimmen. Und basierend hierauf hast du, Jens, bereits gesagt, also öffentlich gesagt, dass ein Green QE, also ein grünorientiertes Anleihenkaufprogramm, hast du abgelehnt, darauf basierend. In Zeiten, in denen Unternehmen sich bereits selber Klimaneutralitätsziele setzen, zum Beispiel Siemens 2030, ist der rein repräsentative Begriff der Marktneutralität überholt zeitgemäß oder bist du der Meinung, wir sollten einfach alles beim Alten lassen? Was sagst du hierzu? Na, wir lassen ja eben nicht alles beim Alten, sondern wir müssen die Grenzen unseres Mandats beachten und in dem Rahmen dafür sorgen, dass wir beispielsweise Klimarisiken besser abbilden. Aber, und da bin ich jetzt wieder im Grunde bei der Diskussion von vorhin über andere politische Ziele außerhalb der Geldpolitik, müssen wir darauf achten, dass wir nicht eingreifen in Entscheidungen, die von demokratisch legitimierten Parlamenten und Regierungen getroffen werden oder uns sogar anmaßen, diese Entscheidungen zu korrigieren. Das beste Instrument im Kampf gegen den Klimawandel ist sicherlich ein angemessener CO2-Preis. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, den gibt's nicht, aber wir sorgen schon mal dafür, dass wir ein ähnliches Ergebnis bekommen, dann würden wir klar unser Mandat überschreiten. Das heißt aber nicht, dass wir nicht ansetzen können an bestimmten Punkten und dass wir unsere Arbeit in dem Bereich nicht verbessern können. Das eine, das Einfachste ist natürlich die Klimabilanz der Bank selbst. Und da haben wir sicher, da haben wir durchaus ambitionierte Ziele. Das andere sind die Fragen, die ihr aufgezählt habt. Und das sind ja alles Punkte, an denen wir selber auch arbeiten. Natürlich wollen wir die finanziellen Risiken besser erfassen. Und es ist in der Tat so, dass die Transitionsrisiken, die ihr beschrieben habt, dass die noch nicht adäquat in den finanziellen Risiken abgebildet werden. Auch hier ist es nicht ganz trivial, weil Klimarisiken und auch diese Transitionsrisiken
auch die wirtschaftspolitischen Veränderungen, die es in Reaktion darauf gibt, in der Regel einen etwas anderen Zeithorizont haben als unser üblicher geldpolitischer. Also das muss man sich bewusst machen. Aber wir sollten versuchen, diese Risiken besser zu erfassen. Und das führt dann natürlich auch unter Umständen zu einer etwas anderen Ausrichtung, beispielsweise der Ankaufprogramme oder des Sicherheitenrahmens. Und daran arbeiten wir. Wir müssen auch besser verstehen, wie sich Klimarisiken auf volkswirtschaftliche Größen auswirken. Insofern arbeiten wir auch daran, unsere makroökonomischen Modelle besser zu machen. Ja, also all das sind Punkte, da sind wir dran. Aber es gibt eben eine Grenze, und das ist die Grenze, wo man letztlich anfängt, eine eigenständige Klimapolitik zu machen. Und da sollten wir sozusagen unser Mandat respektieren, damit unsere Unabhängigkeit nicht in Frage gestellt wird. Habt ihr noch eine weitere Frage? Ansonsten würde ich nämlich den Tom reinholen. Der steht auch gerade bereit und hat eine Frage für dich, Jens. Wir sind froh, wenn jemand anders gerne auch noch was sich beteiligen möchte. Alles klar. Schön. Ich darf einladen. Ja, Tom ist auch schon da. Richtig schön. Cool. Du darfst dich entmuten und Hallo, auch Tom. Mit deiner Frage direkt starten. Super, vielen Dank. Meine Frage wäre, Jens, deine Argumentation war bisher die ganze Zeit, dass die EZB und die Bundesbank nicht mehr als über Klimarisiken hinweg machen möchte, weil es an demokratischer Legitimation mangelt. Trotzdem hat das Europäische Parlament mehrfach offiziell in ihren Berichten zur EZB die EZB aufgefordert, aktiver zu werden. Glaubst du nicht, dass dies genügend demokratische Legitimation geben würde? Und wenn nicht, kannst du dir vorstellen, dass du zum Beispiel durch eine Priorisierung der Sekundärziele genötigte Klarheit geschaffen werden könnte, um es der EZB einfacher zu machen, aktiver zu werden über Klimarisiken und über dem, was sie sowieso in Bezug zur Preisstabilität machen muss, hinweg? Also nochmal, wir machen ja was und wir haben ja auch vor, was zu machen. Wir müssen besser werden. Die finanziellen Risiken, die aus dem Klimawandel entstehen, aus der Transition entstehen, abzubilden. Und dann müssen wir darauf reagieren. Und das wird natürlich Konsequenzen beispielsweise für die Ankaufprogramme haben. Aber es gibt eben auch eine Grenze. Und nochmal, das beste politische Instrument und das wirksamste von der Wirtschaft, aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus, wäre ein CO2-Preis, wäre eine CO2-Bepreisung. Die Politik hat viel zielgenauere Instrumente als die Geldpolitik, um Klimafragen, um Verteilungsfragen zu adressieren. Und wir müssen uns dann schon überlegen, wenn sie das nicht tut, sind wir dann berechtigt, das zu korrigieren oder uns über die Politik zu stellen? Ich habe da auch direkt eine Nachricht bekommen, dass Florian Nohl auch eine Frage hat. Tom, ich danke dir für deine Frage. Ich würde Florian einladen, reinzukommen, und du kannst auch direkt deine Frage stellen. Unmute dich. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor wir dann auch direkt weitermachen müssen mit der letzten, last but not least, Gruppe quasi. Stehst du denn schon bereit, lieber Florian? Ja, hallo. Meine Frage wäre nochmal bezüglich Moment. Der... Jetzt kannst du starten, jetzt sehen wir dich auch. Hallo, vielen Dank. Meine Frage wäre nochmal bezüglich der Inflation, beziehungsweise der Inflationmessung und dessen Komplexität, insbesondere im globalen Kontext, weil da für mich ein bisschen Unsicherheit und Unklarheit auch ist. Wie wir rausgehört haben, ist die Inflation ja heutzutage wahrscheinlich nicht nur im europäischen, sondern auch im internationalen Kontext stark beeinflusst. Durch die globale volkswirtschaftliche Verflechtung, aber auch der Digitalisierung und im hohen Maß wahrscheinlich auch durch die Währungspolitik. Meine Frage deswegen wäre, ob volkswirtschaftliche Kennzahlen wie die Arbeitslosigkeit, Produktionskapazitäten, aber auch die Nachfrage daher nicht im internationalen Kontext betrachtet werden müssten. Und wäre durch diese Komplexität, also der Beeinflussung der Inflationsrate, ist nicht sinnvoll, eine stärkere Ausrichtung bzw. Fokus auf das Wirtschaftswachstum bzw. das BIP zu legen. Sofern es geht, Jens, gib uns doch da gerne eine kurz und knackige Antwort, damit wir weitermachen können. Vor allem, zumal die Frage jetzt nicht einen direkten Bezug hat auf Klima. Aber genau, the floor is yours, Jens.
Also kurz und knackig, ich versuche es mal. Natürlich berücksichtigen wir Einflüsse aus dem Ausland auf die Inflation in unseren Prognosen. Und diese Prognosen sind ja auch ein wichtiger Input in die geldpolitischen Entscheidungen. Und gerade beim Wechselkurs muss man natürlich auch sehen, wir wollen die Inflation steuern und nicht das Preisniveau. Also wenn ich einen einmaligen Anstieg im Preisniveau beispielsweise habe, dann wäscht sich der mit der Zeit und insbesondere in der mittleren Frist, die für uns geldpolitisch relevant ist, auch wieder aus der Inflationsrate heraus. Und insofern, das erkläre ich nur, weil wir beispielsweise auf verschiedene Schocks ganz unterschiedlich reagieren. Also auf einen Ölpreisschock, der ja exogen ist und auch so einen Niveaueffekt hat, auf einen Wechselkursschock reagieren wir unter anderem anders als auf eine Nachfrageveränderung. So, und das berücksichtigen wir alles in unserer geldpolitischen Entscheidungsfindung. Und insofern spricht das für sich genommen jetzt nicht für ein neues Ziel. Ich danke dir, Jens, für deine Antwort und ich danke euch, Speaker in der Gruppe, der fünften Gruppe. Ich mache weiter mit der letzten Gruppe. An der Stelle auch noch mal eine kurze Info. Julius wollte schon zweimal eigentlich eine Frage stellen und ich bin dem so ein bisschen übergangen, weil wir im Zeitplan bleiben wollen. Aber gleich werde ich dich nochmal dazu holen, Julius. Ich habe auch gelesen, Sophie wollte auch eine Frage stellen. Die Fragen, die sich quasi nicht auf die nächste Gruppe beziehen, also auf das Inhaltliche. Hinterher werden wir noch ein paar Minuten haben, da hole ich euch auf jeden Fall rein. Jetzt aber nochmal, last but not least, die letzte Workshop-Gruppe. Ihre Frage oder Ihr Thema war Zutexten oder Zuhören, Herausforderungen der Notenbankkommunikation. Schön, dass ihr schon da seid. Stellt euch doch mal kurz vor und dann könnt ihr auch direkt anfangen mit eurer Präsi. Ja, danke schön. Mein Name ist Annalena, ich bin 20 Jahre alt und studiere in Münster Ökonomik und Kommunikationswissenschaft. Ja, und ich bin Luca, ich bin 22 und studiere Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften an der European Business School in Österreich-Winkel. Und wir können gerne direkt einsteigen in unsere Präsentation. Genau. Ja, möchtest du anfangen? Gerne. Und zwar haben wir uns quasi mit einem abstrakten Thema, nämlich der Frage, wie kommunizieren wir all diese Inhalte, über die wir eben gesprochen haben. Und zunächst haben wir erstmal festgestellt, es ist ganz schön zu solchen wirtschaftspolitischen, wirtschaftsrechtlichen, aber auch natürlich mathematisch geprägten Fragestellungen Antworten zu geben. Und das natürlich insbesondere deshalb, weil eben Dinge, die kompliziert sind, regelmäßig auch komplizierte Antworten verlangen oder zumindest erst durch komplexe Antworten endlich werden. Jetzt haben wir uns gefragt, wie kann man dennoch Menschen erreichen, die nicht die klassischen Marktteilnehmer sind, also die lange Paper lesen und unsere Fachsprache können. Und das Thema mit bitte erkläre noch ein Wort hatten wir eben ja auch. Und wir haben Fokus gelegt zum einen auf die Frage, welches Medium kann das sein und haben gesagt, wie wäre es denn mit noch mehr Social Media, vielleicht auch mit noch mehr Personalisierung, wo dann natürlich die Frage auch wieder auftritt, treten die Inhalte der Bank und die Themen, wofür die Notenbank steht, in den Hintergrund. Aber natürlich auch mit der Frage, welche konkreten Kommunikationsanliegen gibt es aktuell überhaupt? Und auf unserer Folie ist dann natürlich die grüne Frage, die Annalena gleich besprechen wird, ganz entscheidend, nämlich die Frage Befürchtungen in der Bevölkerung zur Geldpolitik der Bundesbank, aber eben auch der EZB. So viel erstmal aus unserem Vortrag. Und wenn du Annalena nichts zu ergänzen, kurz und knackig, können wir gerne direkt in die erste Frage einsteigen. Genau, Jens, wir haben uns gefragt, wie kann man die Reichweite maximieren? Ich habe ja eben ein paar Stichpunkte genannt. Social Media, vielleicht auch ein persönlicher Auftritt von dir, Christine Lagarde, macht das ja zum Beispiel relativ prominent noch mit ihren alten Accounts aus den vorherigen Tätigkeiten. Also was sind so eure Ideen in der Bundesbank? Was kannst du dir auch persönlich vorstellen? Aber wo sagst du auch, wo sind meine Grenzen? Das ist mir zu unseriös, das möchte ich auch nicht, dafür auch nicht. Also im Grunde werft ihr diese Fragen, die Fragen auf, die wir uns auch die ganze Zeit stellen und die ich auch mit meinem Kommunikationschef immer wieder diskutiere. Und am Ende des Tages habt ihr auch schon die Abwägung, mit der wir konfrontiert sind, ganz gut beschrieben. Auf der einen Seite werden traditionelle Medien
immer, ich würde mal sagen, weniger wichtig in bestimmten Altersgruppen auch der Bevölkerung, wenn ich das an meinen eigenen Kindern beobachte oder an meinem Sohn jetzt insbesondere. Der ist 16, der liest jetzt weniger Tageszeitungen, informiert sich dafür viel mehr aus dem Internet. Und das merken wir auch, wenn man diese klassischen Nachrichtenformate mal anschaut. Also der durchschnittliche Zuschauer bei Nachrichtensendungen jetzt in den großen Fernsehkanälen, der ist deutlich über 60. Das heißt, man erreicht natürlich damit dann auch nur eine ganz bestimmte Zielgruppe. Und deswegen haben wir schon seit einer ganzen Weile eine Diskussion, wie wir eben auch jüngere Leute euch erreichen können. Und Euro 20 Plus ist natürlich ein Versuch, jetzt in Kontakt zu treten mit euch und auch mit euch zu diskutieren und auch unsere Botschaften zu überbringen. Bei sozialen Medien bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite hat man damit natürlich eine gewisse Reichweite. Auf der anderen Seite ist es extrem schwierig, komplexe ökonomische Themen darüber zu transportieren. Also was man transportieren kann, ist, das habt ihr ja auch schon dargestellt, eher eine Person und ihre Wahrnehmung. Und das kann auch wichtig sein für die Glaubwürdigkeit von Positionen. Am Ende leben wir Notenbanker ja vom Vertrauen der Menschen und von unserer Glaubwürdigkeit. Aber man muss eben aufpassen, dass man sich dann nicht herausgefordert sieht, alles Mögliche zu kommentieren, irgendwann anfängt, die Tierfotos von zu Hause zu posten. Also dass es nicht abrutscht dann in eine Ebene, die wieder nicht kompatibel ist mit dem, was die Menschen eigentlich mit uns verbinden. Wir sind ja, wie gesagt, keine Politiker, wir sind eher Technokraten, wir haben ein relativ enges Mandat. Und insofern ist das schwierig. Wir testen das im Moment aus, also durch solche neuen Formate. Auch wir haben ja auch Social Media Accounts in der Bank, auch werden sicherlich mehr Fernsehauftritte, habt ihr auch angesprochen, eine Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen. Also wir müssen uns meines Erachtens wegentwickeln. Also wenn wir früher an Kommunikation gedacht haben, dann haben wir an irgendeine Tageszeitung gedacht, haben dort ein Interview gegeben und das war's und das auch noch relativ selten. Und ich glaube, über den Punkt sind wir schon hinweg. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unsere Glaubwürdigkeit nicht verspielen dabei und das Vertrauen der Menschen erhalten dabei. Das passt vielleicht gut, Annalena, zu deiner Frage, die sich daran anschließt. Ja, genau. Ich würde gerne noch mal zu einem konkreten Beispiel der Zentralbankkommunikation kommen. In den Medien hat man in letzter Zeit immer wieder Befürchtungen gesehen in Bezug auf die ausgeweiteten Anleihenkäufe. Und daher die Frage, vielleicht aus deiner Sicht erstmal, sind diese Befürchtungen berechtigt? Und wie geht man in der Zentralbankkommunikation mit solchen Befürchtungen um? Gibt es da Strategien in der externen Kommunikation, die da zur Anwendung kommen? Also zunächst mal sind ja Anleihekäufe kein normales geldpolitisches Instrument, sondern sie zählen zu den sogenannten unkonventionellen Maßnahmen. Und das zeigt ja auch schon, dass sie vielleicht mehr Nebenwirkungen haben können als unser Zins. Und letztlich geht es ja darum, dass wir immer tiefer in einzelne Märkte eingreifen und damit natürlich auch wirtschaftliche Entscheidungen verzerren können und dass natürlich gerade in der Währungsunion auch Staatsanleihenkäufe ein ganz besonders problematisches Instrument sind, weil wir eben zwar eine gemeinsame Geldpolitik haben, aber unabhängige nationale Fiskalpolitiken. Und über die Geldpolitik und über unsere Notenbankbilanz kann man das so ein bisschen aushebeln. Und insofern auf der einen Seite die disziplinierende Wirkung der Kapitalmärkte schwächen, auf der anderen Seite, oder wenn man das anders ausdrücken möchte, die Finanzminister in einer gewissen Weise schützen vor Veränderungen der Zinsen. Und die Notenbank läuft dann Gefahr, in eine Situation sogenannter fiskalischer Dominanz zu kommen, dass sie am Ende des Tages aus Angst vor den Konsequenzen einer geldpolitischen Normalisierung sich darauf fixiert, die Finanzierungskosten der Staaten niedrig zu halten
und ihr Preisstabilitätsziel aus den Augen verliert. Und diese Gefahr ist eben gerade bei den Anleihekäufen stärker ausgeprägt. Und deswegen bin ich da selber skeptisch, und ich finde es auch wichtig, dass die Öffentlichkeit sieht, dass wir im EZB-Rat durchaus unterschiedliche Meinungen haben und sehr sorgfältig die Vor- und Nachteile unserer Instrumente abwägen und dann zu einer Entscheidung kommen. Und was wir versuchen in unserer Kommunikation ist, dass wir einfach diese Diskussion versachlichen wollen, indem wir immer wieder im Monatsbericht auch Studien beispielsweise zu den einzelnen Aspekten dieser der Geldpolitik und ihrer Nebenwirkungen veröffentlichen. Wir hatten zum Beispiel jetzt jüngst in dem letzten Monatsbericht eine Ausarbeitung zu der Frage Niedrigzinsumfeld und Banken. Also was bedeuten die niedrigen Zinsen für die Banken und für die Finanzstabilität oder für die geldpolitische Transmission? Das war dort ein Thema. Wir hatten diesen Aufsatz zur Vermögensverteilung, den ich bereits erwähnt hatte. Und das greifen wir natürlich auch immer wieder in Reden auf, in anderen Publikationen, sodass ich glaube, es uns ganz gut zu Gesicht steht, wenn wir da die Rolle haben, dass man uns vertraut, dass wir fundierte Analysen vorlegen und die Grundlage dieser Abwägungen deutlich machen. Am Ende des Tages können wir alle noch zu unterschiedlichen Ergebnissen dieser Abwägung kommen, weil wir die Risiken vielleicht unterschiedlich gewichten oder die Vorteile anders gewichten. Aber wir sollten zumindest eine gemeinsame Grundlage unserer Diskussion haben. Ich will direkt mal den Andreas reinholen. Der hatte eine Anmerkung. Ich danke euch auch für eure Präsi und für eure Fragen. Sag mal, Jens, kurze Zwischenfrage. Wie viel Zeit hast du? Weil ich kriege gerade ganz viele Fragen rein. Ganz viele Menschen möchten noch sich zeigen. Wie sieht es da bei dir gerade aus? Also mein Büro ist gut beheizt. Ich kann hier noch ein bisschen bleiben. Alles gut. Alles klar. Super, dann Andreas, komm noch gerne rein, unmute dich, dann würde ich Tom reinholen. Dann du hast ja dann noch eine Frage, würden dann mit dieser Session quasi einen Schlussstrich erstmal machen und dann aber vielleicht eine offene Runde geben, wo ihr auf jeden Fall Julius und Sophia, die gerade noch auf On Hold sind, reinkommen könnt. Wichtig, falls eure Fragen noch aktuell sind, schreibt es bitte nochmal kurz im Chat rein, damit wir Bescheid wissen. Vielleicht hat sich ja eure Frage auch schon geklärt. Also Andreas, herzlich willkommen, musste. Hören wir dich schon? Sehen tun wir dich noch nicht? Also könnt ihr mich hören? Jetzt ja. Ist top. Hallo. Wir sehen dich und hören dich. Schieß eine los. Genau, super. Hallo, Herr Weidmann erstmal. Sie hatten davor gesagt, dass Sie selbst... Sie hatten davor angemerkt, dass Sie nicht genau wissen, wie Sie die Menschen erreichen. Und ich hatte zum Beispiel mal die Erfahrung, dass ich während der Schulzeit eine Präsentation über die Zinspolitik halten durfte. Und da habe ich mit ungefähr 100 Menschen haben eine Umfrage durchgeführt. Und das Ergebnis, was uns dann am meisten sozusagen vor Augen geführt wurde, ist einfach, dass Bildung ein Thema ist, wie man sozusagen Leute erreicht. Und ich finde zum Beispiel dieser Ansatz von Euro 20 Plus zum Beispiel, das wäre sogar der beste. Weil zum Beispiel man hat eine gewisse Ferne, je komplexer das Thema ist. Und ich muss persönlich sagen, dass der Workshop mich sehr vorangebracht hat bezüglich des Verständnisses, also auch geldpolitisch gesehen. Und ich würde auch sozusagen anmerken, dass einfach so ein Format wie Euro 20 Plus, wenn man das ausweitet, sehr viele Menschen erreichen würde und die Diskussionskultur auch fördern würde. Also das freut mich zunächst mal. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Und du hast vollkommen recht, das sehen wir, was du beschreibst, sehen wir auch in unseren eigenen Umfragen. Wir machen ja mit Meinungsforschungsinstituten repräsentative Umfragen. Und was da rauskommt in der Regel ist, dass je mehr jemand über die Geldpolitik weiß, desto eher vertraut er auch der Geldpolitik und desto eher können wir sozusagen dann auch denjenigen erreichen. Und insofern ist das, was du angesprochen hast, nämlich ökonomische Bildung, für uns sehr wichtig für die Wirksamkeit der Geldpolitik. Und deswegen habe ich auch, kurz nachdem ich hier angefangen habe, einen ganzen Zentralbereich ausgelagert, wenn man so möchte, oder gegründet, der sich ausschließlich mit diesen Fragen befasst. Wir betreiben ja beispielsweise auch ein Geldmuseum, bei dem sehr viele Schulklassen nach Frankfurt fahren und sich dann über die Geldpolitik informieren, auch mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort diskutieren. Und ich habe auch immer wieder dann jetzt gerade letzte Woche, da habe ich ein Treffen gehabt mit Mitarbeitern der Bank und auch neuen Mitarbeitern. Und da hat sich eine neue Kollegin gemeldet und ich habe gesagt,
hat mir erklärt, ich bin deswegen zu euch gekommen in die Bank und wollte hier arbeiten, weil ich mit meinen Eltern immer ins Geldmuseum gefahren bin und das hat mich so fasziniert. Also das zeigt auch, da kann man natürlich auch für die Bundesbank als attraktiven Arbeitgeber werben und die Menschen erreichen. Und wir haben das Geldmuseum vollkommen neu konzipiert. Das ist deutlich interaktiver als vorher. Es lohnt also den Besuch. Das ist aber auch nur ein Baustein dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit. Wir werden demnächst einen Truck haben, mit dem wir durch Deutschland fahren und dort an Orten, an denen die Bundesbank selber nicht präsent ist. Wir haben ja an vielen Orten Hauptverwaltungen und auch Filialen und können dort Menschen erreichen und werden da in diesem Truck dann die Arbeit der Bundesbank darstellen, mit den Bürgern über Geldpolitik diskutieren. Also auch das ist so ein Baustein. Ich merke auch immer wieder, dass wir sozusagen über Umwege Menschen erreichen können. Wir machen ja beispielsweise Falschgeldprävention, wo wir Mitarbeiter im Einzelhandel aufklären, wie man Falschgeld erkennt. Auch das ist natürlich erstmal ein Kontakt mit den Bürgern, aus dem sich dann auch Gespräche ergeben können über die Geldpolitik oder über unsere anderen Aufgaben wie Bankenaufsicht und Finanzstabilität oder Zahlungsverkehr. Also auch da nutzen wir das und wir gehen an Schulen beispielsweise. Wir publizieren ja auch Bücher für verschiedene, also vom Comic bis zu einem Buch, was man auch während des Studiums lesen kann, versuchen wir ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das ist vielleicht, um auch nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, das ist vielleicht die Lehre, die ich dann draus gezogen habe, auch, dass die Reichweite abnimmt. Wir müssen einfach ein sehr breites Spektrum an Informationskanälen bedienen, um eine möglichst gute Chance zu haben, viele zu erreichen. Danke dir, Andreas, für deine Frage. Ich würde Tom direkt dazu holen. Er hat, glaube ich, auch noch eine Frage zu zum letzten Workshop Kommunikation. Wenn du bereit bist, komm doch gerne dazu, Tom. Du kannst dich direkt entmuten und dann auch direkt losschießen, sofern wir dich dann sehen. Manchmal hören wir euch zuerst, als dass wir euch dann direkt sehen. Ich bin da. Ja, man hört dich, aber sehen tut man dich noch nicht. Warte, einen Moment. Yes, jetzt kannst du wieder, kannst losschießen. Super, ich mache es ganz kurz. In 2 Wochen veranstaltet die Bundesbank mit der Zivilgesellschaft eine Dialogveranstaltung, was ich persönlich super wichtig finde. Und ich wollte kurz fragen, ob du vielleicht jetzt schon sagen könntest, ob es diese Veranstaltung mit der Zivilgesellschaft in Zukunft öfters geben könnte. Ja, also es ist eine ganz gute Idee, aber sie wird dann wahrscheinlich anders aussehen. Also die Veranstaltung jetzt hat ja einen ganz konkreten Zweck, nämlich Input zu gewinnen für unsere Strategiediskussion. Und entsprechend haben wir im Grunde auch den Fragenkreis dann eingegrenzt. Davon trennen würde ich sozusagen Outreach-Veranstaltungen ganz allgemein, die ich auch für sehr wichtig halte, wo wir einfach mit bestimmten Gruppen ins Gespräch kommen und erklären, was wir machen, vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit der Abwägung darlegen bei bestimmten geldpolitischen Entscheidungen, Zukunftsfragen diskutieren. Und auch das werden wir machen. Also auch die Veranstaltung heute dient ja dazu, genau darüber mit euch ins Gespräch zu kommen. Wir haben natürlich sehr viel Kontakte mit denen, die unseren geldpolitischen Transmissionsprozess abbilden, um es mal ein bisschen geschwollen auszudrücken, also den Banken, dem Finanzsektor ganz allgemein. Aber auch mit der Zivilgesellschaft sollten wir besser oder stärker und vielleicht besser strukturiert in Austausch treten, absolut. Vielen lieben Dank. Ich danke euch für eure Fragen. Ich würde diese Gruppe jetzt einmal abschließen und Julius und Sophia dazu holen, damit sie einfach generelle Fragen nochmal stellen dürfen. Tschüss, bis denn. Und Julius, bist du bereit? Mach gerne dein Mikro schon mal an. Wir sind ready. Jens hat ja schon gesagt, dass er ein bisschen Zeit hat für uns. Sehen tun wir dich noch nicht. Ja, hören wir dich an. Warte, hören tun wir dich, sehen noch nicht. Ja, gleich. Einen Moment haben wir dich. Ein paar Sekündchen vielleicht noch. Aber sehen tust du uns, oder? Ja, ich sehe euch. Moment, lass uns noch kurz warten, bis wir dich sehen. Yes, du bist da. Du darfst anfangen. Wunderbar, super. Ja, ich habe noch eine Frage, die sich so ein bisschen anschließt an die Frage von vorhin.
Und zwar die Frage wurde ja gestellt, wie viel Macht der Leitzins noch hat. Und die EZB, aber auch andere Zentralbanken haben ja diese Remuneration Schedules für Reserven eingeführt, über die sie negative Zinsen umsetzen. Und das heißt im Endeffekt, dass ja nur ein Teil der Reserven, die bei der Zentralbank lagern, von diesen Negativzinsen betroffen sind. Daher wäre meine Frage, inwieweit denn diese Exemption Thresholds zu einem effizienten Politikinstrument geworden sind, die dann über Transmissionsmechanismen auch den Geldmarkt beeinflussen, sodass man eben sagt, dass diese Stellschrauben an diesen Exemption Thresholds quasi Geldpolitik heute steuern würden. Na, wie so oft in der Ökonomie ist ja am Ende der Grenzpreis entscheidend. Und genau das spiegelt sich im Grunde ja auch in diesem Tiering-System, das du angesprochen hast. Auf der einen Seite wollen wir den relevanten Preis setzen, das ist aber der Grenzpreis. Auf der anderen Seite wollen wir das System so ausgestalten, dass die Nebenwirkungen unserer Politik möglichst gering ausfallen. Und so ist das Tiering-System entstanden, sozusagen aus Sorge, dass der Negativzins, wenn man ihn jetzt einfach ungefiltert angewendet hätte, die Ertragssituation der Banken so belastet hätte, dass wiederum die geldpolitische Transmission in Gefahr gekommen wäre. Also das erklärt. Ich glaube nicht allerdings, dass jetzt wir diesen Threshold, der im Tiering-System eine Rolle spielt, zu einem Politikinstrument machen werden. Das bleibt weiterhin dann der Zins. Und insofern würde ich nicht ausschließen, dass man das immer wieder mal adjustieren kann, aber nicht als im Sinne eines geldpolitischen Instruments, sondern dann nur in Ausgestaltung eines Instruments, um die Nebenwirkungen zu reduzieren. Richtig nice. Vielen lieben Dank, Julius. Ich habe auch gerade schon gesehen, Sophia steht bereit. Komm doch gerne mal rein. Wir sind bereit. Deine letzte Frage. Ich glaube, wir kommen dann langsam auch schon zum Ende. Okay. Sophia, vielleicht, wir hören dich. Ein Traum. Und wir sehen dich. Ja. Hallo. Ja, vielen Dank. Meine Frage schließt sich eigentlich auch noch an das Kommunikationsthema an. Und zwar ist jetzt mein persönlicher Eindruck, genau, und hätte dazu einfach noch eine Frage. Und zwar, ich habe bei der Kommunikation immer den Eindruck, dass es zwei verschiedene Arten gibt. Also mein Eindruck ist einfach, dass man sich bei den Pressekonferenzen eher an Märkte richtet, also zum Beispiel, mir fällt da immer das Whatever It Takes ein von Draghi, was ja extreme Auswirkungen hatte, also ja genau, und nicht unbedingt an die Bürger, also es ist einfach nur mein persönlicher Eindruck und ich habe mir dann mal gedacht, oder ich weiß nicht, ob ihr eh schon so eine Strategie verfolgt, ob man nicht einfach zwei unterschiedliche Strategien oder auch unterschiedliche Pressekonferenzen machen könnte, eine für den Bürger und eine für Märkte, weil also ich schätze mal, irgendwie der Normalbürger oder so geht es mir, oft versteht das irgendwie nicht unbedingt so, wenn dann eben diese Pressekonferenz an Märkte ist. Und deswegen wollte ich fragen, ob ihr ja über sowas schon mal oder ob ihr sowas eh schon irgendwie als Strategie habt. Genau. Absolut, also das ist vollkommen richtig. Natürlich kommunizieren wir auf unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Adressaten. Ich meine, das geht ja uns auch schon in unserem Gespräch heute so, wenn sich die Volkswirte hier melden oder diejenigen, die sich lange mit dem Thema Geldpolitik auseinandergesetzt haben, dann sprechen wir wahrscheinlich anders miteinander als mit jemandem, der noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen ist. Und das muss ja auch so sein, weil letztlich möchte ich ja eine Botschaft transportieren und die Voraussetzungen dafür, dass der Empfänger die Botschaft eben versteht, sind unterschiedlich. Und deswegen versuchen wir auch ganz unterschiedliche Adressaten auf verschiedene Art und Weisen zu erreichen. Also die Pressekonferenz ist meines Erachtens jetzt nicht der ideale Platz dafür. Die Pressekonferenz, die wird ja bestückt wiederum durch Finanzjournalisten, die eigentlich in der Regel nicht viel anderes machen, als die Notenbanken zu beobachten, zu bewerten und zu beschreiben. Und insofern auch schon ein Vorwissen haben, auf dem sie aufbauen und Experten sind auf ihrem Gebiet und die schreiben in Zeitungen wiederum, die auch vornehmlich gelesen werden durch zumindest Menschen mit einer gewissen Vorbildung, würde ich mal sagen, oder einem gewissen Interesse an diesen Fragen. Und dann müssen wir aber auch andere erreichen. Und deswegen haben wir ja so unterschiedliche Kanäle. Also das Geldmuseum richtet sich wiederum an ganz andere
ganz andere mögliche Empfänger, also Schulklassen, Leute, die noch nie mit der Geldpolitik in Berührung gekommen sind, die können dort spielerisch sich Zusammenhänge auch erarbeiten. Also da kann man selber mal Geldpolitik machen. Da kann man auch schauen, wie so ein Warenkorb zusammengesetzt ist. Man kann sich auch Münzen anschauen. Also da versuchen wir eben auf ganz unterschiedliche Weise dann auch praktisch nichts zu oder wenig vorauszusetzen und dann über die Geldpolitik zu kommunizieren. Unsere Monatsberichte sind dann noch spezifischer, vielleicht an ein Fachpublikum adressiert. Aber auch unsere Internetseite und auch andere Angebote versuchen wir schon auch einfach zu halten, damit wir die Menschen noch erreichen. Und das muss eben auf den Empfänger zugeschnitten sein am Ende des Tages. Vielen lieben Dank, Sophia, für deine Frage und auch zum Abschluss. Das ist vielleicht noch, danke. Das ist halt die Kunst und die Schwierigkeit, wenn man so möchte, mit Experten zu sprechen, ist relativ einfach, aber sich so verständlich auszudrücken, dass es auch jemand ohne Vorbelastung in Anführungszeichen versteht, das ist fast schwieriger. Absolut. Aber deswegen hast du ja auch einen Kommunikationschef und das ist dann wahrscheinlich auch eine Sache, an der man stetig dran arbeiten muss. Wir haben auch schon über Social Media gesprochen, über unterschiedliche Wege, wie man Sachen transportieren kann, vermitteln kann. Du hast über ein Museum gesprochen, da bin ich zuversichtlich, dass es Wege dort geben wird und es muss passieren. Ich bin meine Meinung, keine Ahnung, vielleicht ob es euch interessiert, aber ich finde es wäre schön, wenn es mehr und mehr Menschen geben würde, die diese Sachen verstehen. Ich möchte mich bedanken bei all denjenigen, die heute mit dabei waren, auch die an den Workshops teilgenommen haben und mitgewirkt haben. Jens, ich möchte dir danken für deine Zeit. Und das war ja nicht das letzte Mal, dass wir so in dieser Form zusammenkommen, denn es geht weiter nächste Woche mit der nächsten Session. Da gibt es nämlich dieses Seminar digital schnell und sicher, wie man in Europa zahlen wird, von 17 bis 18.30 Uhr mit dem Vorstandsmitglied Burkhard Balz. Das wird auf jeden Fall richtig nice. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken beim gesamten Team. Martin und Katrin, die Simone als Community Managerin unterstützt haben, an Katrin, Katja und Hanna, die viel im Hintergrund und gewirkt haben. Natürlich auch ein herzliches Dank an alle Workshop-ReferentInnen und das Social-Media-Team. Simone, Astrid und Ute, die wirklich hinten die ganze Orga gewuppt haben. Und natürlich auch ein Dank an die Regie, die ganze Zeit hier auf die Knöpfe drücken, damit das hier alles so ganz so toll aussieht. Der Livestream endet hier, aber für all diejenigen, die gerade noch also teilgenommen hatten, Teilnehmenden, bleibt noch im WebEx. Es gibt noch eine After-Party-Session. Ja, ein bisschen können wir digital noch ein bisschen anstoßen. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.